Salve Audientibus, herzlich willkommen zum BuffCast 530. Ich bin der Philipp und bin wie immer nicht alleine, habe mir Verstärkung geholt in Form vom Matze. Guten Tag. Und der Tanja. Hallo. Um was geht's heute? Wie immer geht's um jede Menge WoW. Diesmal nicht ganz so viel, weil wenn ihr WoW spielt aktuell, wovon ich jetzt mal ausgehe, habt ihr auch festgestellt, in den letzten Wochen war jetzt nicht so besonders so viel Neues. Trotzdem, so ein paar Aufregerthemen in den letzten Wochen sind uns über den Weg gelaufen. Da wollen wir ein bisschen drüber diskutieren, wie wir das sehen. Und dann sprechen wir noch kurz über WoW Classic. Da gibt es im Moment auch ein bisschen Stress auf den PvP-Servern. Ja. Kriegsähnliche Zustände. Und vorher sprechen wir noch über ein kurzes Event, was Method und Preach zusammen abgezogen haben, was ich sehr, sehr lustig fand. Aber da kommen wir dann später zu. Fangen wir an mit WoW Patch 8.3. Bevor wir damit anfangen, ne, ist bei euch auch so eine, als würde es 8.3 gar nicht geben, Stimmung? Ich hab's letztens so, auch auf. So alle sprechen schon davon, welches Schloss sie sich da oder welchen Pakt sie sich da anschließen. Das Thema ist Shadowlands und alle flippen, was heißt flippen, aber halt sprechen nur darüber, als würde jetzt ein Sof halt. Also wir steigen halt nur über seine Leiche. Wir schieben ihn so zur Seite. Was ist hinter dir? Was, so 8.3 kommt noch, aber die Leute sind schon längst in der nächsten Erweiterung. Ich finde es ganz interessant, wir sind so in einer anderen Situation als Redakteure. Wir beschäftigen uns jeden Tag damit, was in Patch 8.3 kommt. Aber ja, für den normalen Spieler, da ist halt so, kommt halt ein Patch, aber da ist auch eine Erweiterung also angekündigt. 8.3, ja, es kommt, wir machen das schnell fertig da, was da los ist. Die Leute kennen sich wieder mit dem Umhang aus, noch sonst was. Also die sind schon geistig, also wirklich. Geistig sind sie schon längst in Shadowlands. Ja, das ist, glaube ich, ein Problem, was die letzten Patches von Raids öfter haben. Erweiterung meinst du, oder? Bitte? Die letzten Patches von der Erweiterung natürlich. Weil du siehst halt immer schon, dass das in der Regel bringt der letzte Patch ja auch more of the same. Also der bringt selten was Besonderes. Ja. Jetzt auch hier, okay, hier sind ein paar mehr Neuerungen, als sonst in dem letzten Patch übrig ist, aber da ist jetzt auch nichts, kein Game Changer, kein Breaking News dabei. Während du halt schon die nächste Erweiterung siehst, wo die Story neue Wendungen kriegt und neue Mechaniken und bla, kann ich durchaus verstehen. Und was in meinem Fall jetzt noch dazu kommt, ist, Patch 8.3, der größte Endpatch aller Zeiten und so viel Content. Und ich sitze dann davor und denke mir so, okay, was haben wir denn? Wir haben diese ganzen Visionen, die Übergriffe. Ja. Die Übergriffe sind, da wirst du uns nachher noch eine ganze Menge zu erzählen. Du hast dich da stundenlang mit beschäftigt. Oh ja. Die sind, weiß ich nicht, in meinem Gefühl sind es, ja, es sind bessere Übergriffe, bessere Weltquests, Gebiete, bla. Ja. Und die großen Visionen dann, okay, da gehst du einmal die Woche hin, prügelst dich da durch, wie hier das Szenario der Verdorrten, und dann gehst du wieder raus. Ja, und dann kommt halt irgendwann noch ein neuer Raid und viel mehr. Ich frag's mich halt auch so, wo das Fleisch ist. Der Rest ist so dieses Drumrum. Ja, wir kriegen die neue Titan-Geschmiedet-Mechanik mit dem Verderb. Da drumrum dreht sich dann der Umhang. Ja. Und also es ist schon viel Kleinzeug, aber es fühlt sich jetzt nicht an, als würde da irgendwas was Großes kommen, was mich stundenlang beschäftigt. Für so einen vollwertigen Patch ist es dann halt doch irgendwie, das assoziiert mal so mit, ja, keine Ahnung, vielleicht ein neues Gebiet oder so, oder einfach irgendwie gefühlt mehr. Und ja, das ist ja das Schlimme, das ist ja schlimm, aber Nyarlathotep ist ja nur ein Randerscheinung. Also nicht mal ein richtiges Gebiet. Du gehst ja immer wieder nur in den Wahnsinn rein und kommst wieder raus. Also das ist ja so ein Der Raid wird Parallelwelt oder Raid an sich, dass es eine eigene Welt ist, ist ja klar, aber sie ist trotzdem recht klein, auch wenn sie unglaublich groß aussieht. Ich wollte gerade also gar nicht meinen, dass es dadurch größer ist. Ich meine, also es ist klein Tour dadurch, dass es nur Raid ist. Also die Tour von Nyarlathotep, wenn das ein ganzes Addon wäre, wäre es schon geil, aber das habe ich schon öfters gesagt, so ein schwarzes Imperium-Addon, alter Schwalter, das wäre schon geil. Ja, wir hatten zum Beispiel in Legion, hatten wir dann Argus zum Beispiel. Ja, aber er war schon längst draußen, als das nächste Addon angekündigt wurde. Das ist ja der Punkt, dass wir, also ein Zoff an sich, ne, ist ein gigantischer Gegner. Nicht nur von den Ausmaßen her, wie wir ihn in Raid sehen werden, sondern für mich ist das so,
wie viele Add-ons haben wir nur von ihnen gehört? Und ja. Du es geht kaum größer. Ja, genau. Und dann denkst du dir so, wow, ich habe diese Puzzlebox jahrelang angehört und mich drauf gespannt, was passiert und Schwarzes Imperium und alte Götter. Ja, hier, alte Götter, 8.3, ja, sind schon längst alle in Shadowlands geistig. Ja. Ich meine, es kann natürlich auch einfach sein, dass er halt doch noch irgendwie in Shadowlands eine Rolle spielen, also mehr als wir bisher halt denken und sie es halt natürlich vielleicht nicht verraten wollen, welche Rolle Nein, es ich dann finde, noch spielen das, wird. Also mein Punkt ist ja nicht Rolle oder sonst wie, sondern dass der Zeitpunkt der Ankündigung unglücklich war. Ja, der ist sehr unglücklich. Der ist sehr unglücklich. Ja, da hatten wir letzte Woche ja darüber gesprochen, dass sie es halt jetzt auf der BlizzCon ankündigen mussten. Und ja, klar. Ja, wenn sie Zeit hätten oder wenn die Messe halt nicht zeitlich beschränkt auf dieses Wochenende wäre, wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, es im Februar oder März, während alle dann in die Alota unterwegs sind, dann erst anzukündigen. Ja. Aber war Argus wirklich schon draußen, als BFA angekündigt worden ist? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich weiß es nicht. Der war schon angekündigt zumindest. Ja, ja, angekündigt. Aber angekündigt ist Patch 8.3 ja auch. Aber ja, BFA aber so kam kurz. Im August, da würde es mich jetzt schwer wundern, wenn wir im November schon auf Argus gewesen wären. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber ja, da hat halt der letzte Patch alleine nur durch diese neuen Gebiete war für mich deutlich wertiger, deutlich größer, deutlich lag mehr im Fokus als die kommende Erweiterung. Ja, man kann auch sagen, und hier fehlt mir halt einfach ein neues Gebiet, neues Fleisch, wie du es gesagt hast. Auch wenn Argus jetzt nur auch aus drei Gebieten bestand, war es trotzdem spannend. Also die Story von Argus inklusive den Raid war schon... New Alota, da habe ich mich echt drauf gefreut und der Raid an sich sieht geil aus, aber mir sind die Ausflüge viel zu wenig. Sie haben halt einfach so diese ganzen Weltquests auf alte Götter getrimmt, also im Tal der ewigen Blüten. Genau. Die Quests kenne ich schon alle aus Pandaria und Uldum. Also es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hätte, also in der freien Welt, während New Alota an sich schon ziemlich geil ist. Ja, der Raid, der sieht halt tatsächlich großartig aus. Yep. Also wenn man, natürlich wie immer, ist es eine Stilfrage, ob einem das gefällt oder nicht. Ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde es tatsächlich. Also visuell haben sie vieles noch aus Anquirage übernommen, also halt so diese Säulen, die du nur aus dem Sand ganz kurz hast rausblicken sehen, wo du halt nur ahnen konntest, ne, wie das früher ausgesehen hat. Und diese Artworks, die haben diese Artworks eins zu eins übernommen, das ist großartig, also aus Warcraft-Chroniken. Ja, die Bosse, die da drin stehen, die müssen jetzt dann das halten, was die Optik verspricht. Die meisten habe ich mir schon angeguckt oder gespielt. Ist jetzt noch nichts dabei, was mich so extrem vom Hocker raus, vom Hocker haut, aber. Ja. Aber dann in Antorus war es jetzt aber auch nicht der Fall, dass mich jetzt da auch. Nö. Also ich vergleiche ja immer die letzten Raids. Okay, Höllenfurzelle war noch ein bisschen witzig mit Iska und so weiter, aber ich habe jetzt auch in New Alota keine Bombenmechaniken gesehen, wo du gesagt hast, wow, neu. Nee, ist mir jetzt auch. Also wie gesagt, ich habe mir noch nicht alle angeguckt, aber es ist mir jetzt gerade spontan keine im Kopf. Okay, also auch wenn wir kein eigenes Gebiet jetzt kriegen mit dem Zoff und Schwarzen Imperium, kriegen wir wenigstens im Raid halt schon mal so. Die Stimmung ist großartig da drin. Also kein Vergleich zu Ewiger Palast. Wobei ich den Ewigen Palast tatsächlich sehr schön finde. Also von der Atmosphäre, die da drin herrscht. Ich finde es furchtbar. Also für einen Palast von Königin Achara ist er dunkel, kalt, versifft. Ja, aber... Und sorry, da ist selbst die Höhlen... irgendwie von Vashir besser und schöner gewesen. Genau, aber ich jetzt mal stellvertretend für die Leute, die jetzt nicht so tief in der Lore stecken wie du, für mich ist das genau das, was ich erwartet habe. Wenn ich sage, der Lichtkönig, der Frostkönig, der sitzt klar in einem Palast, wo überall das Eis an der Decke hängt, oben auf seinem Frostthron. Klar, die ehemalige Königin, die seit 10.000 Jahren unter dem Wasser. Ja, mit ihren monströsen Schlangenwesen. Natürlich ist es alles Palast. Feucht, alles kalt, alles. Nein. Häng dich doch jetzt nicht so an dem Wort dran. Doch. Ja, aber die Eiskron-Zitadelle ist auch eine Zitadelle und die hat von der Definition nicht so eine Zitadelle. Genau. Was hat eine Zitadelle mit dem Eiskron-Zitadelle gemeint? Hallo? Ja, wir haben in Cinematic habt ihr doch von außen ihren Palast gesehen. Du hast in Cinematic von außen gesehen, diesen unglaublich wunderschönen Palast in diesem pinken Licht. Dieses Leuchtende in den Himmel hochgehen. Und alles dieses spiralförmig und draußen sah es
wow aus und innen pui. Also außen pui, innen pui. Da, wo sie. Im ersten. Also als sie angekündigt wird. In dem Warbringer-Video. Nee, schon Gameplay. Feature-Trailer oder sowas. Naja, als sie den 8.2 angekündigt haben, als sie in Soft nochmal verspricht, dass sie ihn jetzt freilassen wird und bla bla bla. Habe ich jetzt gerade tatsächlich. Ja. Und auch noch die ersten Bilder von 8.2 sahen sehr vielversprechend aus, weil du hast noch diese ganzen Fassaden, diese Artworks halt gesehen zum Raid. Die ganzen Fassaden aus Muscheln und Perlmutt. Und was du da drin siehst, ist halt Grütze, optisch. Finde ich jetzt nicht. Also zum Beispiel dieser Eingangsbereich nach dem ersten Boss, wo es dann in die verschiedenen Richtungen geht und du hast die große Halle über Lady Ashwain und so. Ich finde, das ist gut. Ich habe mir jetzt natürlich keine detaillierten Vorstellungen gemacht, wie ich das erwarte, aber nachdem ich da durchgegangen bin, ist es jetzt für mich nicht so, dass ich sage, okay, nee, das passt nicht zu Asharas Palast. Für mich hat das gepasst. Das ist für mich eine stinknormale Nagerhöhle, aber kein Bevor Palast. Wir uns jetzt an dem Thema aufhängen, sagen wir doch einfach apropos optische Grütze. Und nein, ich würde gerne statt bei der optischen Grütze, wir sind jetzt die ganze Zeit bei 8.3. Okay. Und dass uns zu wenig Content kommt. Was ja einer der Teile ist, die wir auch eben schon angesprochen haben, sind die verschiedenen Visionen. Die Übergriffe, wie ich sie genannt habe, die besseren Weltquestgebiete in Ulum und genau. Im Tal der ewigen Blüten. Und du hast in den letzten Tagen, hast du da sehr viel Zeit auf dem PTR verbracht und hast die ganzen Questreihen quasi durchgespielt, bis in die schrecklichen, verderbten, verdorbenen Visionen. Es gibt Bis ja sonst Wahnsinn gut nachvollziehen genau. konnte, es, ja. Man muss dazu sagen, wir haben vor ein paar Tagen in der Redaktion gesessen und ich habe, weiß ich gar nicht mehr, zu was ich irgendwas gemacht habe und habe dann gefragt, sag mal, welche ist denn jetzt die schreckliche, welche ist denn die verderbte, welche ist denn die verdorbene, welche ist denn die bösartige Vision? Weil es heißt ja, alles in diesem Patch heißt ja irgendwas Vision. Yep, yep. Also bin ich komplett durcheinander gekommen, wir haben diskutiert, keiner wusste so genau. Wir wissen alle, was ist, aber wir wussten halt nicht genau, okay, wie wird jetzt das bezeichnen? Und daraufhin hat Matze gesagt, ich setze mich jetzt hier hin und spiele das Ganze nochmal von vorne bis hinten linear komplett durch. Was ja auf dem PTR am Anfang immer nicht so einfach ist, weil mittlerweile geht's, aber am Anfang hast du ja immer dann, gut, du hast hier ein paar Quests und da ein paar Quests und dann ist zwischendrin was noch nicht freigeschaltet und dann ist wieder hinten was und bla und Sachen, die du dir verdienen musst, kannst du einfach beim Händler kaufen und alles... etwas konfus. Ja. Seid froh, dass ihr das nicht macht, weil auf dem Live-Server spielen sich die Sachen in der Regel sehr viel angenehmer. Ich glaube auch, auf dem Live-Server werde ich nochmal wesentlich mehr Spaß damit haben. Aber Matze, erzählt uns jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Also wenn Patch 8.3 auf den Server kommt und er steht in... Du stehst in Sandala, du stehst nicht... Ich wollte gerade Boralus sagen, aber du bist ja einer von den... Ich stolper die Treppen von Sandala. Genau, runter. Du läufst da die Kilometer durch die Pyramide. Was passiert dann? Was ist the way to go? Es passiert schlicht und ergreifend, dass wir kontaktiert werden von, ich weiß nicht mehr was jetzt, Furorion, dass wir zur Herzkammer zurückkommen sollen. Prinz. Genau, der schwarze Prinz. Der spielt auch wirklich eine große Rolle, also wer den mag, der darf sich echt auf 8.3 freuen, weil mit dem werdet ihr doch einige Male unterwegs sein. Der übrigens erst 2 Jahre alt ist, wie Tanja die Woche gesagt hat. Ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr so der altert in Erinnerung, dass anders. Der gerade erst geschlüpft ist, ne? Genau. Ja, der ist erst in der Kataklysm ist geschlüpft. Ja. Und zwar geht es dann in die Herzkammer, wo Magni an Plänen arbeitet, wie man wirklich einen Zoth besiegen kann. Und da geht es dann auch darum, die ganzen Titanenanlagen anzuwerfen und deren Kräfte zu bündeln. Und dabei kommt eben dann raus... es gibt andere Titanenanlagen noch. Ja, stimmt. Aber es ist auch witzig, wie Magni halt so alles unterschlägt, dass er halt insgesamt, also insgeheim für ihn, also er wollte es nicht, aber er hat für ihn halt gearbeitet. Ich verstehe es auch nicht. Und es war so, ja, vergessen wir die Sache und so, wir machen ja einfach weiter. Vorwärts schauen, Leute, positiv bleiben. Positiv. Warte mal, Magni, hast du nicht... das Ende der Welt ein bisschen eingeläutet. Ja. Hier gibt es jetzt keine Schuldzuweisung, wir suchen Lösungen. Ist doch egal, wer was falsch gemacht hat. Hat du, was Magni. Von Rick und Morty. Also ich fühle mich mit Magni andauernd wie in diesen Zeichentrickfilmen. Ja. Das ist großartig. Ich finde ihn gut, ich finde ihn klasse. Wie gesagt, auf diese Weise, ich will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern oder vorwegnehmen, verschlägt es uns dann eben nach Uldum und... da, wo ja bekanntermaßen sehr viele Titanen anlagen. Da ist genau, auch die Weltuntergangsmaschine. Genau. Eben. Und darum geht es dann eben auch, in diese alten Anlagen reinzukommen, weil dort natürlich unser
Anhänger unterwegs sind, aber die sind auch in unterschiedlichen Formen. Also, wie heißen sie nochmal, diese Sphinx-ähnlichen Wesen, die so einen Titanenfetisch haben, die in Uldum leben? Wie Zentauren, nur löwenähnlich. Davon. Minotauren? Ja. Okay, wenn die Tanja mir gerade nicht weiterhelfen kann, dann weiß ich gerade nicht, was ich. Tolvir meinst du? Die Tolvir. Das ist die Fraktion, die da. Ja, das sind doch die Tolvir, die sind doch in Cataclysm diese ja, katzenartigen Sphinxe gewesen. Genau, genau, solche. Und wie gesagt, davon haben sich eben auch welche dort eingenistet, gegen die wir kämpfen müssen. Aber es bildet sich dort auch ein Bündnis zwischen den Menschen, die in der Wüste leben und, ich schätze mal das. Tolvir. Ja, genau, zwischen den Tolvir, die eben einsehen müssen. Cat People. Cat People, genau, Furries. Die sich eben gegen so einen Sort verbinden, verbinden. Und da habt ihr auch eure neue Ruffraktion damit. Und da gibt es eben auch neue Übergriffe dadurch. Und da müsst ihr auch im Verlauf der Story, damit ihr überhaupt weiterkommt, erstmal so einen Übergriff gemeistert haben. Was übrigens ein großer Spaß war auf dem PTR, weil ich die Quest nicht abgeben konnte und deswegen den Übergriff zweimal machen musste. Ja, aber jetzt, Butter bei der Fisch, dieser Übergriff, ja. Was ist das? Sind das, weil die Übergriffe von den anderen Fraktionen, die wir bisher ja. in Battle for Azeroth hatten, waren ja, geh hin, mach 4 von den Weltquests, von denen ich 10 oder so zur Verfügung ja. habe und dann gibt es nochmal eine Quest, eine Endquest quasi und dann ist fertig. Wie sehen die sind die umfangreicher, jetzt aus? Die sind definitiv umfangreicher, weil bei den klassischen auf Kul Tiras oder Zandala, das ist ja wirklich immer dieses so, ja, mach 4 Weltquests, genau, und dann bist du fertig. Und dort ist es halt wirklich über einen großen Teil des Gebiets, nicht über das komplette Gebiet verteilt, also es ist ein Teil von Uldum, der dann überfallen wird von denen, sind dann halt überall die Truppen, du kannst besondere Schätze finden, du kannst von ihnen Anlagen zerstören, du kannst natürlich ihre Champions besiegen und das alles trägt einfach zu einer kleinen Questleiste bei, die du halt auf 100% bringen willst. Also ich gehe in dieses Gebiet, was weiß ich, ein Drittel von Uldum und da sagt er mir einfach nur, mach hier irgendeinen Schissel, genau, füll mir diesen Balken auf 100%. Genau, genau, das ist und viel das kannst freier. Du dann, was weiß ich, als Heiler gehst du halt hin und sammelst Sachen, als CD prügelst du irgendwas um, genau. Als Tank pulst du den dicken Boss und wartest, bis der vorbeikommt. Es gibt halt wirklich teilweise Aufgaben, die sind einfach so, wie heißt Whack-A-Mole. Kennt ihr, wenn so ein kleines Viech aus dem Automaten rausspringt, dann haut mit einem Hammer drauf. Yeah. Und da gibt es halt das Ähnliche, dass halt so Skarabäen irgendwie aus dem Sand kriechen und ihr müsst einfach von Käfer zu Käfer springen. Also es sind also, auch wieder neue Minispiele. Ja, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, wie sowas dann irgendwie später auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt landet oder sowas verwertet. Okay, aber in dem Fall finde ich das, weil Tanja schon anfängt zu stöhnen. Tanja ist kein großer Fan dieser Minispiele. Ich hasse diese Minispiele. Du hattest Dalaran immer noch, du hattest deine Probleme mit dem Candy Crush und das nee, nicht Candy Crush. Ich hatte auch keine Probleme mit den anderen Spielen. Ich hasse es einfach nur, weil das für mich. Ja. Das sind so Spiele, die für mich in WoW nichts verloren haben. Genau, also dieses, wo die Stromleitungen sich nicht. Leylinien auseinanderfriemeln. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Handy-Game richtig heißt. Im Fall von Najatha waren das ja dann auch Weltquests, das heißt, du musstest es machen oder du konntest die Quest nicht abschließen. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja hier optional. Ja. Ich kann links den Mob töten oder mach rechts. Theoretisch kannst du das auf 100% bringen, indem du die ganze Zeit nur Monster tötest. Spielst. Ja, Whack-A-Mole spielst oder halt Monster umbringst. Aber du kannst auch, wie gesagt, Schätze ausbuddeln, du kannst von ihnen Anlagen zerstören, du kannst dich ihren Champions widmen und ja. Okay, das heißt, ich habe zumindest mal eine gewisse Freiheit. Ja, definitiv. Bisse dir auf die Fresse hauen. Was auch sehr lustig war, kommen wir vielleicht später noch, der Mini-Boss, Matze musste irgendeinen Mini-Weltboss oder Mini-Boss umhauen und war halt ganz allein in dem Gebiet. Ja, das ist auch ein wunderbares Erlebnis, auch wenn du auf dem PTR bist und dann halt für die Quest aber halt alleine einen Weltboss so ungefähr erledigen musst. Aber sagen wir es so, da merkt man dann, dass man doch besser ist, als man eigentlich immer denkt. Echt? Ja, ich hab's dann noch gesehen. Ja, ich aber dann habe ich es geschafft. Du mich oft von deinen Geistergreifen absteigen sehen. Leute, ihr habt wirklich hier die Möglichkeit. Es kostet euch 0 Euro, mich jetzt nicht schlecht anstehen zu lassen. 0 Euro kostet es. Wir können diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Das musst du dir als Praktikant erst noch verdienen. Oh. Aber mach nichts, du bist ein Stoffi, wir haben Mitleid mit dir. Yeah. Ja, und das ist alleine in so einem Gebiet, wenn du dann große Mobs umhauen musst, ist ja auch verständlich. So, jetzt, also es geht darum, den Balken voll zu machen. Genau. Wenn der wie lange dauert das? Oder wie lange hast du gebraucht? Im Live-Betrieb wird es wahrscheinlich viel schneller gehen. Ja, eben Live-Betrieb wird es wesentlich schneller sein.
Kann schon so eine Stunde dauern, würde ich sagen. Also, okay. Aber wie gesagt, ich möchte dabei noch betonen, ich hatte noch keinen Plan so von der Effizienz oder sowas. So, was geht und jetzt am schnellsten? Keine Leute, die auch mit. Eben machen. Keine Leute, die also mithelfen und. Der Sexmeister. Du weißt jetzt halt nicht, was ist am effizientesten. So, soll ich jetzt einfach nur die Monster oder gibt es eigentlich diese drei Locations? Weil das ist mir zum Beispiel auch mal aufgefallen. Es gab dann einen Punkt, wo wirklich so eine Kampflinie war, wo die ganze Zeit Gegner gestürmt sind, die auf befreundete NPCs losgegangen sind. Und du bekommst aber auch Punkte für die Gegner, die dort besiegt werden. Ja. Ergo kannst du dort einfach ein bisschen mit draufhauen, dann kommt die Killbeteiligung. Ich leg da mal meine Weihe hier hin. Genau. Und dann kriegst du das auch voll. Und dann kriegst du also Pi mal Daumen für, wenn es jetzt nicht der popeligste Gegner ist, 1% oder so und du musst auf 100% bringen. Also, wenn du schon. Wenn du richtig faul sein neben Minuten, Tippen tatsächlich da und Toten verfallt eigentlich. Genau. Also bei mir war es dann halt natürlich noch eine Menge erkunden, schauen, was ist hier noch. Aber das ist halt nochmal die Sache. Ich war dann jetzt nicht so, okay, jetzt durch, weil es war ja, wie gesagt, für sowas wie einen Podcast jetzt auch raus und was machen wir eigentlich. Okay, also gehen wir mal davon aus, es dauert eine Viertelstunde oder was. Und ich wette mit euch, dass irgendjemand diese effizientesten Punkte nur abfahren. Also die meisten werden, also weißt du, Blizzard bietet diese komplette Bandbreite von ja, wie gesagt, ein paar Käfertüten über große Gegner, über Neues, was zu erkunden. Ja. Und die meisten werden ihre Zeit womit verbringen, ja. Genau diese Punkte abzufahren. Ja. Oder an einem Punkt wird eine Karawane angegriffen und dann kannst du halt sagen, hey, ich helfe euch jetzt und ab dann beginnt dann eben so ein Angriff. Das ist, halt, ja. Das ist doch jetzt nicht anders. Wenn ich die Aufgabe habe, mach 4 Weltquests im Sturmsanktal oder sowas, dann gucke ich auf die Karte, suche einen Mob töten. Natürlich, jeder nimmt die Bots. Was, hier 10 Sachen sammeln? 10? Nee, 1, 1, 1, 1, klar. Oder genauso wie man bei den Tortolanischen suchen, wenn man da die abgesandten Quests macht. Okay, wo muss ich am Strand die scheiß Schildkröten angreifen oder wo kann ich einfach kurz im Kreis laufen? Ja. Wobei, bei Tortlander hat man nicht so viel Wahl, weil man muss 3 machen. Es hat was von Arbeitsflair inzwischen, so wie so. Ah, gib mir einfach die einfachste Aufgabe. Ja, die erledige ich. Ey, es ist halt so, der Mensch geht natürlich den Weg des geringsten Widerstands. Hat es nicht auch Bill Gates gesagt, stell lieber einen faulen Mitarbeiter ein, weil er wird einen Weg finden, die Arbeit effizient und einfach zu erledigen. Ja, genau. Weiß ich nicht, ich bin übermotiviert. Nein, es gibt tatsächlich Weltquests. Also du suchst es nach einem Gegner, wo ich sage, ich will es immer wieder erleben. Oder halt eben, ich habe schon meine Lieblingsquests und ich weiß nicht. Also ich schaue genau, nicht nach. Genau deshalb finde ich es ja auch so schön, dass man jetzt hier bei den neuen Übergriffen quasi die Wahl hat und die Freiheit, was man es macht. Weil ich denke zum Beispiel auch immer, meine Frau spielt Heildruide. Und die spielt nur Heildruide. Ja. Also die wechselt auch zum Weltquesten nicht in Eule-Spec oder sowas. Die ist auch hässlich. Wenn die... Ja gut, gibt ja die Astragische. Aber egal, wenn die Weltquest machen muss, wo sie Sachen töten muss, ist das halt echt eklig. Also sehr zäh. Wenn halt nicht gerade irgendwelche anderen dabei sind, die dann, wo sie einmal Mondfeuer drauf machen kann und die töten. Und wenn die jetzt hier als in Fluggestalt hin und her fliegen kann und kann stattdessen Sachen einsammeln. Die kann Schätze aufmachen, die halt kann Münzen sammeln, die kann, wie gesagt, auf Käfern rumhüpfen. Deutlich angenehmer. Ja. Wenn man die Wahl hat, ist in meinen Augen meistens besser, als wenn man einen Weg vorgegeben bekommt. Nicht immer und nicht bei allen Mechaniken, aber meistens. Was ich das Gefühl hatte, aber das kann auch nur ein Gefühl gewesen sein, dass es mir im Tal der ewigen Blüten nochmal irgendwie härter zugegangen ist. Also ich weiß nicht, ob das Tal einfach bedingt durch die Geografie dafür sorgt, dass alle Gegner ziemlich zusammengeschoben sind. Aber mein Gott, da kannst du echt kein Quadratmeter gehen, ohne in den Kampf zu rutschen. Das Tal, ich fand so... Ja, bedenke noch jetzt, dass du da sehr einsam warst. Also ich glaub's auch. Die Gebiete werden so rappelvoll sein. Ja, ich glaub's eben auch. Das wird echt spaßig auf dem Live-Server. Ja. Also da also wirst du die ganze Zeit Krieg nur noch und docken Totschlag. Können, glaube ich, bevor der Mob irgendwo da umfällt. Ja. Im Tal der ewigen Blüten, da gibt's auch wieder abgefahrene Aktivitäten. Mit Wurmut. Das wird so gut. Dass du an den Grund vom See schwimmst und dort ist so ein Maul von und so. Und dann kannst du in das Maul reingehen und dann landest du in einem Verdauungstrakt und dort musst du dann eben Tentakel bekämpfen und sonst wie, während die Magensäure dich auffrisst. Das kommt mir bekannt vor. Gab es nicht in den Schattenhochland zu Kataklysm schon mal so? Ja, aber da bist du reingefallen, aber die Säure hat dich nicht aufgefressen. Ja, also... Sehr viel schräges Zeug. Tal der ewigen Blüten zaubert mir mein Lächeln aufs Gesicht. Ey, anhand dem Ausschnitt aus dem Trailer. Das Tal der ewigen Blüten sieht jetzt wieder gut aus. Wir haben es repariert. Und jetzt kommt ein Sodomaskopf. Es kann nicht.
Nee, ich glaube, wirklich, diese Pandas sollen es einfach lassen. Großartig. Als ich rein bin, dachte ich auch nur, ey, geil, dass sie das nochmal benutzen. Das ist so ein schönes Gebiet einfach. Und ja, man, warum auch nicht? Man, es fühlt sich gut an, dafür zu kämpfen dann auch. So, das ist ein so schöner Ort, den will ich jetzt retten. Pandare ist eine wunderschöne Insel. Ja, vielleicht abgesehen von dem nördlichen Gebiet, Kunglai-Steppe oder wie die hieß, Kunglai-Gipfel. Du meinst die Steppe mit der Klaxi? Ja. Das nee, ist die nicht im Westen, im Norden. Wo der Schar-Weltboss steht. Ja, okay, das ist aber dann so vor dem Berg. Genau, ja, zwischen dem Berg und der Wand, der Mauer quasi. Ja, da waren das halt viele Jungol, also ja, halt die Tauben. Ja, wir schweifen schon wieder ein bisschen ab. Geben wir das Wort wieder zurück an Matthias. Die Leiste ist jetzt voll. Genau, die Leiste ist voll. What's happening next? Die Quest verlangt von dir, hau jetzt bitte deren Kommandanten kaputt, weil der merkt, dass du eben hier ordentlich für Terror sorgst und der will jetzt mal ein bisschen hier aufräumen. Was, wie gesagt, das vorhin spaßig erwähnte ist, wenn du dich halt dann allein mit dem auseinandersetzt. Kein Weltboss, also du musst dann einen von den großen. Genau, also das ist wesentlich, wesentlich fordernder als auf Kul'Tirath oder Sandalar, weil da ist ja die letzte Quest von so einem Übergriff, das ist immer voll der lachhafte Schwachsinn. Okay, ich stelle mir das jetzt vor wie einer von den etwas massiveren Mini-Bossen, die man in Najatar als Weltquest besiegen muss. Ja, irgendwie so 9 Millionen HP oder sowas, mal drei besondere Mechaniken. Aber süß, dass Matthias das für einen Weltboss schon hält. Schon fast. Ja, ich habe jetzt einfach mal den Begriff Weltboss verwendet auch, weil, ja, was hatte der? 2 Millionen, 200.000 oder sowas. Also der geht eigentlich. Aber wenn du halt jetzt nicht gewohnt bist, dass du plötzlich allein kommen musst. Was? Da habe ich keine drei Fähigkeiten gedrückt, der ist der weg. Arroganz, Matsch. Das ist halt der Unterschied, ob man mit 450er G ankommt oder mit, weiß ich nicht. Ja, das ist aber nochmal die Frage, ob er natürlich nochmal irgendwie mit dir skaliert, dass seine Lebenspunkte steigen. Werden ja 100.000 Leute auf den Kopf draufhauen. Der wird, glaube ich, gar nicht lang genug da. Da wirst leben. Du davor stehen und warten, bis der spawnt, drauf, fertig, weg. Zumindest in den ersten Wochen. Okay, ja, und dann geht's? Dann bekommst du eine Belohnung. Bei mir war das dann eben sogar schon eins von den verderbten Items, wo eben eine Chance ist, dass es verderbt ist. Und dann geht die Quest eben weiter, dass du, wie gesagt, ich spoilere nicht weiter, gehst du eben ins nächste Gebiet. Das erste war Uldum, das nächste war Teil der ewigen Blüten. Und danach kommt dann eine Quest, wenn du die beiden absolviert hast, bei beiden Übergriffe, bei beiden jeweils den Kommandanten besiegt hast, dass du, dass du dann mit Furorion losziehst. Und zwar, weil du in den Wahnsinn langsam herabsinkst von den Source. Also das merkt man an deinem Charakter, dass er immer wieder seine Augen sieht und man einfach merkt, Source hat langsam auf dich abgesehen, weil er merkt, dass du halt versuchst, was zu erreichen. Was ja wahrscheinlich auch damit zu tun hat, mit dem verderbten Item, was du dann getragen hast. Was ist, wenn man Shadow Priest ist? Das ist doch normal. Warum sind Todesritter nicht untot? Ja. Das war mal eine Zeit lang. Game Mechanic Oberlore. Genau, weil du dann eben eigentlich, genau, jetzt weiß ich wieder, du willst dann eigentlich alle ganzen titanischen Maschinerien zusammen verbinden, um sie eben gegen Source lenken zu können. Dann wird aber klargestellt, hey, das ist irgendwie eine Anomalie und du musst nochmal nach Uldum zurück und dort, wie gesagt, rutschst du dann in so eine Vision von Source rein. Und jetzt sind wir bei den zweiten Visionen, den größeren, wo man quasi, wie habe ich es gesagt, Eintrittsgeld bezahlen muss für. Nein, noch nicht. Noch nicht. Sorry, noch mal nicht. Andere Vision. In denen wirst du sehr schnell dann darauf hingewiesen, dass du keinen Schutz gegen den Wahnsinn hast von den Soths und wirst auch wieder rausgeholt. Und dann zieht eben Furorion mit dir los, um den perfekten Schutz zu holen gegen den Wahnsinn von den Soths. Ein perfektes, korrumpiertes Item. Was holt ihr euch dann? Ihr geht nach Blackrock und geht zu den Überresten von Onyxia und oh nein, wir häuten sie wirklich? Schlimmer. Oh mein Gott. Ihr merkt, das ist, also, kleiner Spoiler, ihr merkt einfach, deren Überreste sind zu gefährlich und deswegen zerstört ihr ihre Überreste gänzlich und nehmt noch eine Schuppe mit, ne, als einzige Sache, die übrig ist und das ist dann euer Umhang. Ach so, ich dachte, wir tragen sie schon. Ja, okay, wir tragen sie schon, aber wir schlüpfen in Onyxia. Ein Onyxia-Kostüm. Ja, genau. Bedeutet das jetzt, Onyxia kommt jetzt endlich nicht mehr zurück? Also, der ist als ziemlich klargestellt, dass die ganz, also wirklich zu Staub zermalmt, okay. Wirklich geschreddert. Ja gut, aber jetzt
gehen wir da mal nicht so in die Details, also ja, ja, ja. Lore-Geschichte. Genau, und dann kannst du, wie gesagt, eben diese eine Vision von Thoth abschließen, dort in Uldum. Und ab dann hast du Zugang zu Furorions Visionen. Das sind die... Das war quasi nur eine Quest-Vision, die genau, ist nicht wiederholbar, das ist... Eine Vision, wie wiederholbar die sein wird, das weiß ich jetzt nicht. Das kann natürlich sein, dass die nochmal vorkommen, weil es gibt diese kleineren Visionen von Thoth in den Übergriffsgebieten, ja. Was ja Uldum auch, wie gesagt, ist. Du hast immer wieder diese Abgleiten ins Nyarlotha. Und Nyarlotha ist das, was ich halt letztens auch im Podcast erzählt habe, halt eine Parallelwelt. Mhm. Genau, genau. Das ist halt alles nicht woanders. Etwas schwierig zu erklären. Ja. Naja, wieso? Es ist eine Parallelwelt, je mehr Wahnsinn du hast... Die Aussage mit, ja, in dem Questgebiet ist immer wieder ein Abgleiten in eine andere Welt, damit kann ich mir Spielmechanik halt nichts darunter vorstellen. Da ist eine Instanz, die du machen kannst, die Welt so ein bisschen abgefuckter aussehen lässt und dir halt zeigt, wie die Welt hier aussehen würde. So ein bisschen wie auf Mechagon, wo du dann ja in dieses Parallelwelt-Mechagon reisen kannst, wo alle Maschinen geworden sind. Mhm. Und ein bisschen so ist es dort dann, dass dann halt alle plötzlich Diener von Thoth sind, gegen die du kämpfen musst. Und Furorion, wie gesagt, kann dann in der Herzkammer eben so eine Art Simulation quasi aufbauen, mit so wenig Verderbnis wie möglich baut er dir dann eben eine Vision auf, die er selbst hat von Orgrimmar oder eben Sturmwind. Ein Holodeck quasi. Ja, kleine Anmerkung, bevor ihr euch überlegt, warum denn Furorion jetzt auch noch und seine Geschwister und was auch immer, warum wir sie jetzt häuten. Schwarze Drachen wurden halt schon von alten Göttern verdorben, deswegen haben wir vorher ganz schnell eigentlich die vier anderen Schwärme abgehandelt in diesen Quests davor, wo wir Kalegus helfen mussten, wo wir Iseras Tochter helfen mussten. Aber jetzt spielt 8.3 halt starken Fokus auf den schwarzen Drachenschwarm, den halt Furorion repräsentiert. Und Furorion kann anscheinend sehr viel sehen, also ohne wahnsinnig zu werden, was allerdings dann später obsolet wird, weil wir sehen ihn ja als erster Boss. Genau, aber da wissen wir, genau, Furorion ist gleichzeitig der erste Boss im Raid, aber da wissen wir nicht, wieso, weshalb, was da noch... Was mit ihm noch passieren wird, ja. Es ist wirklich nur eine Vision. In der Intro-Questline kommt auf jeden Fall schon mal rauf, dass sie noch ziemlich scharf drauf sind, Furorion unter ihre Kontrolle zu bekommen. Okay. Also er baut dir ein Holodeck, eine genau, baut mir ein Holodeck, baut mir einen Umhang, gibt mir einen Umhang und mit diesem Umhang kann ich eben horrorhafte Visionen... Horrorhaft sind also die großen. Ich glaube, das war die Ressource. Okay. Die Ressource ihr ist seht, warum Horror. Ich da so verwirrt Ja, es ist furchtbar. Es ist ja auch furchtbar, Artikel drüber zu schreiben, weil halt irgendwann das Wort Visionen nur noch vor deinem Auge ist und du kriegst langsam Visionen davon. Genau, und für die brauchst du eben Zugangsmaterial, 1000 von diesen speziellen Visionen, die packst du dann in so ein Gefäß. Das verbrauchst du als quasi Eintrittsticket in diese Vision von Orgrimmar oder Sturmwind. Und dort kannst du dann halt auch gegen zum Beispiel eine verderbte Version von Thrall kämpfen, der dort zum das Beispiel... Das ist aber der Endboss, bis dahin dauert das ewig. Nee, also für die allererste Quest sollst du schon mal ihn besiegen, wenn du deinen Umhang verbessern willst. Also später, bis du dich da durchgekämpft hast. Also ich meine, also diese End-End-Version, da wo du wirklich es recht schwer ist, durchzukämpfen. Der ist schon im allerersten Gebiet. Kannst du wirklich durchrennen und dir den Zugang verschaffen zu ihm und ihn besiegen, so innerhalb von, keine Ahnung, 3 Minuten, dass du dich da hingekämpft hast. Und das brauchst du allein schon für das erste Upgrade für deinen legendären Umhang, dass der dich noch stärker gegen Verderbnis schützt. Und dadurch kannst du dann in weitere Sektionen von diesen verderbten Orgrimmar-Versionen dich vorkämpfen. Also. Okay, also es klingt jetzt so eine Mischung zwischen dem Szenario der Verdorrten und der Schatzkammer, die es damals in Mist of Pandaria gab, wo man sich durchgekämpft hat, um immer größere Schätze rauszuziehen. Ja, das bedeutet, ich gehe da rein, kämpfe mich da durch, die Verderbnis erdrückt mich, ich werde irgendwann, hat die Verderbnis mich erreicht. Genau, also entweder stirbst du einfach, das kann natürlich auch sein, weil die Gegner da drin natürlich jetzt nicht so scharf drauf sind, dass du zu Thrall durchkommst. Oder wie gesagt, du hast noch so eine Art zweite Lebenspunkteleiste, der Wahnsinn übermannt dich. Du hast deine geistige Gesundheit als Lebenspunkteleiste, die sinkt einfach beständig, aber es gibt sogar Gegner, die Angriffe haben, die deine geistige Gesundheit angreifen. Okay. Nicht nur deine Lebenspunkte. Um es vereinfacht zu sagen, man hat quasi ein Zeitlimit. Genau. Und genau.
böse Attacken klauen dir noch extra Zeit. Genau. Quasi. So genau. Wie im Mythic Plus, du bist tot, 5 Sekunden abgezogen. Dran. Genau, genau. Okay, und nochmal zurück zu dem Eintrittsgeld. Also man braucht ein Gefäß der horrorhaften Vision, mhm. so heißt es, glaube ich, was man bei Furorion kauft, für 1000 irgendwelche anderen kleinen Visionen. Die wiederum erspielen wir uns über die Übergriffe zum Beispiel oder diese kleineren Visionen auch. Genau, genau. Du kannst die kleineren Visionen machen, bekommst, wenn du die meisterst, welche von dieser Ressource, die du dort verwenden kannst, oder du machst einfach die Übergriffe. Genau. Das bedeutet, ich mache quasi jeden Tag oder wie auch immer, so oft ich Bock habe, gehe ich in die Übergriffgebiete von Uldum und in dem Teil mhm. der ewigen Blüten, mache da meine Quests, fülle die Leiste, hau ein paar Bosse um, genau. finde ein paar Kisten, sammle kleine Visionsressourcen, ja. gehe zu Furorion, tausche die gegen große Ressource ein und sag, jetzt habe ich hier 3 Gefäße mir gesammelt genau, in den letzten Wochen, jetzt will ich 3-mal in die Vision. Kannst du dich austoben Vitalis, und schauen, wie weit du kommst. Da musst du doch auch Mana sammeln, bevor mhm. du das Szenario überhaupt machen durftest. Also ja. daran, als System wird es wahrscheinlich das gleiche sein. Was mich eher interessiert, wie wichtig dieser Umhang für den neuen Raid sein wird. Ja, genau, voll elementar. Da kommen wir gleich zu. Eine Frage vorher noch. Ja. Wie oft kann ich diese großen Visionen spielen? Die großen? Also, ja, also die horrorhaften, wo Thrall ist, die Vision da von kannst Ultima. Du, also da habe ich jetzt kein Limit gesehen. Es ist halt einfach bedingt dadurch, wie viele du von den Ressourcen Weil hast. Weil das von den Szenario Ressourcen, der Verdorrt zum Beispiel ging ja nur einmal die Woche. Ja, ich denke, das Schatzkammer-Ding ging, oder alle 3 Tage oder wie auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, weil schon allein wahrscheinlich diese horrorhafte Vision einen Cap haben werden. Also ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das sammelst. Unendlich... Also so wie ich es bisher wahrgenommen habe, ist, natürlich bist du begrenzt dadurch, wie viel du in der Woche ansammeln kannst von dieser Ressource. Mhm. Aber an sich dann dieses Gefäß als Eintrittsticket verbrauchen und so, da gab es jetzt kein Limit. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass... Also ich könnte theoretisch, wenn ich 6 Wochen keinen Bock auf diese große Vision genau. habe, sammle ich und dann mache ich sie 10-mal in Folge. Genau. Macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Nee, nee. War jetzt nur so eine persönliche Interesse. Genau. So, und in der großen Vision sammeln wir wieder Material, was uns den Umhang upgraden lässt. Genau, du findest da so ein Kompendium über wie heißt der Ort? Nyalota. Genau. Dazu findest du eben ein Kompendium und füllst es mit verlorenen Seiten und die Seiten findest du dort eben in diesem verdorbenen Orgrimmar/Sturmwind. Und sammelst die und dadurch erhöhst du dann den Rang. Genau. Bei den Gegnern oder so finden? Das erste bekommst du einfach dadurch, dass du Thrall besiegst. Also das musst du jetzt nicht direkt aufsammeln. Ich schätze mal, dass es bei den nächsten dann auch genauso abläuft, dass du eben einfach dort die Gegner besiegen musst oder eben dort bei ihnen in der Nähe findest. Und genau hier war dieses System dann, wenn das in Schriftform erklärt wurde, so unglaublich kompliziert dann. So, ja, und von der Stufe auf die braucht ihr dies und jenes und diese Quest und dieses Item und nächste Stufe, bla. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, ich habe Stufe 10 und jetzt kann ich nur das Item für Stufe 11 in der Vision einsammeln. Ja, genau. Du kriegst da schlicht und ergreifend von Furorion eine Quest, hey, geh bitte rein und hol mir das nächste Ding. Und ja. muss ja. nicht suchen ja. nach dem und finde die ganzen anderen. Also da ist jetzt nicht irgendwie notwendig, also du kannst es quasi nicht übersehen. Du hast da eine klare Quest dafür, wie du deinen Umhang verbesserst. Und das geht halt bis Rang 15. Bekomme ich in den großen Visionen noch irgendwas anderes? Also kann ich da Gold erbeuten, Items erbeuten? Azerith, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da war also... Später hast du ja noch dieses, dass du diese Masken freischaltest, dass du dann noch mehr dir Debuffs geben kannst, dass es dir noch schwieriger ist. Also ich denke eigentlich schon, weil es wäre ein bisschen lachhaft, wenn es halt wirklich nur für den Umhang wäre. Weil ja, vor allem wäre es ja dann sehr endlich, ja, wenn der Umhang aufgewertet ist. Fertig. Wenn der irgendwann einfach nur auf Rang 15 kommt. Deswegen wird es da auch andere Belohnungen geben. Aber da weißt du jetzt nicht. Ich habe es gerade spontan nicht parat, aber ich dachte eigentlich, dass ich mal was drüber gehört hätte, ob es ein Minis oder sowas, da man über die freischalten konnte, oder gab's? Haben die sie eigentlich jetzt zum Testen so einfach gemacht? Weil die erste Phase, wo es um diese Endversion geht, von Sturmwind oder Orgrimmar, also haben die Leute es nicht mal um die erste Ecke zum Teil geschafft, die ersten Tester, weil das so bockschwer war und Aleria und Thrall waren halt die Endbosse von der jeweiligen Vision. Du musstest einen ziemlich hohen Umhang haben, um da wirklich an sie ranzukommen. Bist du jetzt auch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Deswegen wundere ich mich, dass du ihn gleich als ersten Boss benennst. Also als
oh ja, ich bin da rein und habe halt Trall umgehauen, während ich hab's nicht geschafft, die Videos und so weiter gesehen habe von den recht guten Spielern, PTR-Testern, und die haben, das war für sie bockschwer. Ich sage nur, dass man ihn so frisch hat. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn schon besiegt habe, weil es ist halt echt hart, sich zu ihm durchzukämpfen und dann noch in dem Kampf mit ihm zu bestehen, ohne dass halt deine geistige Gesundheit okay, jetzt, geht. Aber die Frage, wenn du gegen Thrall gekämpft hast, warst du weit, weit weg von Töten oder warst du irgendwie, ich habe ihn halb kaputt gehauen, bevor er mich kaputt gehauen hat? Weil was ich mir jetzt vorstellen könnte... Ich habe ihn auf vielleicht 75% gebracht und dann war meine geistige Gesundheit schon alle, weil ich halt draußen nicht zu lange noch mit den Gegnern vorher aufgehalten habe. Was ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass Thrall halt ziemlich am Anfang steht, aber dass du keine Chance gegen ihn hast, sondern erst außenrum die Gebiete leer machst, dann zurück zum Eingang. Dagegen spricht aber eine Sache. Die Gebiete außenrum sollst du erst angehen, wenn du einen höheren Umhang hast. Die höhere Stufe vom Umhang bekommst du dafür, dass du Thrall einmal besiegst. Oder, was halt auch sein kann, ist, dass Thrall quasi immer der Endgegner ist, deiner jetzigen Schwierigkeitsstufe ist. Das heißt, du gehst jetzt da rein, der wird dann immer härter, du schaffst es nicht, du holst dir eine neue Ausrüstung oder verbesserst deine Taktik, tötest ihn, kriegst deine nächste Umhangstufe. Ah, so meinst du das. Und in der nächsten Vision steht Thrall ein wenig weiter hinten. Das kann natürlich oder sein. Oder ist ein wenig stärker. Das würde Sinn machen, ja. Aber es gibt ja, wie gesagt, noch andere Bosse in dem Gebiet. Also. Hätte der Matthias noch ein zweites und ein drittes Mal reingehen müssen? Ey, ich hab's versucht. Ja, man musste erst wieder Ressourcen sammeln. Ne? Ja, eben, das ist ja das Problem. Ja. So war es dann ziemlich endlich, reinzukommen. Hm. Ja, das wirst du schon schaffen. So, und dann haben wir unseren Umhang gekriegt und werten unseren Umhang mit diesem System auf. Und den Umhang, der hat geile Werte. Mhm. Mainstat. Der hat einen Benutzeneffekt, zu dem kommen wir später noch, wenn wir uns über die neuen Verderbt-Items unterhalten, die Titanenschmiede ersetzen. Und er reduziert grundsätzlich unsere Verderbnis. Das bedeutet, mit diesem Umhang kommen wir in diesen Visionen sehr viel weiter. Genau. Und bei den kleineren Übergriffen auch. Da haben wir es auch leichter. Ja. Ne? Ja. Weil das sind ja auch Sachen, die unsere Gesundheit angreifen. Und der dritte Aspekt ist im Raid. Es gibt im Raid, der da kommt, bei den letzten beiden Bossen, bei N'Zoth und N'Zoth, also Panzer von N'Zoth und das Glubschi-Augen-Hirn von N'Zoth, wie ich es so liebevoll nenne, gibt es auch eine Verderbmechanik, die unsere geistige Gesundheit angreift. Und jetzt ist die Frage, die ich nicht beantworten kann, also nicht definitiv beantworten kann, wie viel Einfluss dieser Umhang. Ich denke schon, dass das sehr wichtig sein wird, weil sonst wäre ja lachhaft, also ehrlich. Ich denke, du wirst schon, die Frage ist halt, brauchst du jetzt wirklich einen Rang 15 oder sowas? Ja, die Frage, die sich mir stellt, brauche ich diese, ist vor allem erstmal vorneweg diese Minusverderbnis, die auf dem Umhang quasi ist, die funktioniert in den Visionen, die funktioniert gegen die verderbten Items, die wir tragen. Ja. Funktioniert die auch gegen die verderbte Mechanik in dem einzelnen Bosskampf? Dann wäre halt das super halt relevant. Ja, ich schätze wenn, mal. Wenn diese Verderbmechanik, und wir haben das ja öfter mit Corruption und Corrumpation und dem Wortspiel, dass diese Mechanik also ausgeklammert ist und nicht mit dem Umhang funktioniert, dann brauche ich den Umhang immer noch, damit die Verderbt-Items mich nicht umbringen. Vielleicht erleichtert. Dann ist ja nur ich etwas. Ich weiß nicht, von dem, was du von den Raids gesehen hast, war denn da auch mal so eine geistige Gesundheitsleiste? Ja, dann wird er auch dagegen schützen, weil, wie gesagt, den holst du dir ja, um gegen sowas überhaupt anzukommen, und damit reduzierst du ja auch eben genau diesen Effekt in den Visionen. Also ich denke, das heißt, ein frischer Twink darf sich erstmal Umhang abbauen. Der braucht eigentlich nicht zum Bosskampf von den Sort gehen. Ja. Und genau das finde ich halt scheiße, weil wenn du sagst, der Umhang hilft nur gegen die verderbt Items, die dich umbringen wollen, die geprockten Zusatzeffekten, die dich umbringen wollen, dann kann ich sagen, okay, mein frischer Twink, mein frischer Charakter, der hat ja keine von diesen Items, dann braucht er auch keine hohe Umhangstufe. Ja. Aber wenn ich dann mit niedriger Umhangstufe quasi im Bosskampf gegen einen Sott nach 3 Sekunden tot auf dem Boden liege... Das ist halt eine Sache, die... Vor allem, weil so im letzten Content immer viel Twinks, also ich tue das zumindest. Ja, und weil BFA ja bis jetzt auch relativ Twink-freundlich war im Vergleich zu den letzten Erweiterungen. Die Essenzen sind jetzt ein bisschen, da kommen ja jetzt auch die Reduzierung der Anforderungen mit Patch 8.3, dass du die schneller kriegst. Die waren halt so das Einzige, was irgendwie nicht so Twink-freundlich war, aber der Rest war ja vollkommen okay.
Ja, keine Ahnung, wie das sich noch auswirken lässt. Also Sinn machen tut es ja, ne, dass du, also vielleicht damit dir den Bossfight allgemein erleichterst, dass du nach 15. Woche, in dem du es nicht geschafft hast, vielleicht durch den Umhang halt besser geworden oder gut genug bist oder die restliche Gruppe, dass man den Boss halt legen kann. Sache ist halt bloß die, ja, mit den Twinks, wie du dann am Ende. Ja, ob du eine Chance, also wie viel krasser der Umhang das erleichtert, ob du Chance hast ohne. Ja, das werden wir sehen. Vielleicht Jetzt, spielt er auch überhaupt gar keine Rolle, wer ja, weiß. Und spielt nur für dieses Szenario eine Rolle. muss jetzt gerade mich reinschmunzeln, Nee, also es wird wie viele schon. Übergriffe die Pro-Raider in den ersten 3 Wochen Also machen es müssen. wäre schon sehr merkwürdig, wenn er keine Rolle, also keinerlei Rolle spielen würde, weil es eben schon einem sehr verkauft wird, als bis du dich in Sost stellen kannst, musst du eigentlich deinen Umhang noch stärker machen. Andererseits, wenn du dich an den Ring erinnerst, also den Benutzenring aus WoD War halt oder schon sonst geil. wie, den hast du aber auch erst ziemlich zum Schluss halt diesen Benutzereffekt gehabt. Danach, Ja. davor war, hat er dir so Vorteile verliehen und nach hast du ihn dann Aber ausgebaut. der hat halt einen richtigen Damage-Boost gegeben, als den dann alle hatten. Oder halt die Der Reduzierung. halt ganze Phasen im Bosskampf geskippt hast. So, ja, hier ziehen wir den Ring und dann, ja, und Phase beginnt und Ring platzt und Phase ist zu Ende. Das war so abartig. Ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wogegen der Umhang auf jeden Fall hilft, sind die Verderbnis, die wir über verderbte Items kriegen. Dann kommen wir halt zu dem Thema. Im Patch 8.3 gibt es kein Titan geschmiedet mehr. Und alle so, wuhu, yeah, Party. Ja. Kein Titanforge mehr, kein Warforge mehr. Keiner, der sich mehr ärgert, weil er das Trinket nicht auf 538 mit 3 Sockeln gekriegt hat. Stattdessen, RNG-Faktor bleibt. Stattdessen können die Items jetzt ja, hochrollen, hat man früher gesagt. Wie sagt man jetzt? Verderbt rollen. Verderben rollen. Procken. Ja. Mal gucken, was die WoW-Spieler sich für einen Begriff dafür einfallen lassen. Diese Items können Verderbt-Effekte, Corruption-Effekte bekommen. Yep. Die steigern die Verderbnis des Items. Das heißt, sie haben einen negativen Effekt und der Verderbt-Effekt Ist aber immer ist. proportional zu einem guten Effekt. Genau, wir bekommen quasi einen guten und einen negativen Effekt. Also es Ich kann auch habe sein, hier. dass wir ein besonders verderbtes Item bekommen, aber das hat dann auch einen besonders guten Effekt. Also da gibt es nicht. Nee, 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 nicht nicht? ganz. Okay, dann Also habe ich das gar nicht es gibt gesagt. diverse positive Effekte, wie zum Beispiel, ich habe mir jetzt mal hier einfach 3 rausgeschrieben aus den gedatamined Daten. Eure Zauber und Fähigkeiten haben die Chance, einen nahen Gegner mit Infinitive Stars zu treffen und 100% eurer Zaubermacht dann Schaden zu verursachen. Und der durch Infinitive Stars erlittene Schaden wird um 60% erhöht, bla. 10-mal stapelbar, also verteilt ein bisschen Schaden um dich rum. Oder eure Angriffe haben die Chance, einen Tentakel, natürlich Tentakel, wir sind ja bei alten Göttern, zu beschwören, das 10 Sekunden lang euer Ziel mit Gedankenschinden angreift. Oder eure Zauber und Fähigkeiten haben die Chance, euer Tempo 6 Sekunden lang um 450 Punkte zu erhöhen. Solche verschiedenen positiven Effekte, mal etwas langweiliger, mal etwas lustiger. Genau. Und die gibt es in 3 verschiedenen Stufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier beim letzten bleiben, eure Zauber haben die Chance, euer Tempo um 6 Sekunden um 450 zu erhöhen, ist die stärkste Stufe. Es gibt Ja. eine, wo es nur um 280 erhöht Ah, wird und ja. eine, wo es nur um 200, glaube ich, erhöht Ja, wird. ja. Wenn du die höchste Stufe hast, hat das Item aller Wahrscheinlichkeit nach, auf dem PTR ist das mit den Zahlen nämlich noch nicht ganz so, da sind noch sehr komische Ja. Sachen, die wahrscheinlich nicht so sein sollen, weil es gibt auch verschiedene Größen an Verderbnis, die ein Item haben können. Ja. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, wenn du den größten positiven Effekt hast, hast du auch den größten Ja. Verderbniseffekt drauf. Und bei Sonst mittleren und wäre bei es auch kleinen. echt scheiße, wenn du halt Sonst die. wäre halt das Glücksspiel extrem krass. Bitte den Ja. größten positiven und den kleinsten negativen Eben, Effekt. Beep, deswegen beep, glaube ich, beep. dass es. Deswegen meinte ich eben vorhin, dass es immer proportional zueinander ist. Genau, und dieses Item gibt dir dann quasi einen Verderbt-Wert. Alle Items können das haben. Ja. Alle Items können wohl nach vielen ausgiebigen Tests, die Wowhead da gemacht hat, alle Items können alle Effekte haben. Also es gibt nicht, dieser Effekt kann nur auf einem Trinket sein oder Genau, kann nur auf einer also Waffe was auf einer sein. Waffe ist, kann auch auf einem Trinket sein. Genau, alles kann auf allem sein. Es können wohl keine Doppelten sein. Also ein Item kann 2 Effekte haben, im Fall von einem Trinket zum Beispiel, den Trinket-Effekt und diesen Verderbt-Effekt. Aber es ist wohl bis jetzt noch nicht aufgetaucht, dass irgendwie ein Item 2 Verderbt-Effekte hatte. Von daher,
das kann wohl nicht passieren. Aber theoretisch können wir auf jedem Slot so einen Effekt haben, was halt echt mächtig wäre. Jo. Gleichzeitig haben wir dann aber auch ein Verderbniswert aus der absoluten Hölle. Yep. Den können wir mit unserem Umhang reduzieren. Genau. Bis zu einem gewissen Maße. Das heißt, irgendwann, also was weiß ich, sage jetzt mal voll ausgebauter Umhang, 3 Items kann ich negieren. Mhm. Ab dem 4. verderbten Item, was ich anziehe, komm ich nicht drum her, dass ich Verderbwert habe. So. Aber warum ist dieser Verderbwert schlecht? Weil der negative Effekte hervorruft. Wer hätte es gedacht? Genau, ab dem ersten Verderbnispunkt zum Beispiel werde ich zufällig irgendwie mitten im Kampf verlangsamt. Genau. Das heißt, ich kann auf einmal nur noch 10 Sekunden nur 30% mich bewegen, was halt schon mal ätzend ist. Je mehr Verderbnis ich habe, desto öfter kann das vorkommen und so weiter. Und dann gibt es diverse Effekte, die sich dann bei 25 Verderbnis, bei 50, bei 75 dazuschalten, bis irgendwie bei 150 Verderbnis du quasi nicht mehr spielen kannst. Ja, ja, weil irgendwann nur noch AOE-Felder unter dir es erscheinen Flächen unter dir, aus denen du rauslaufen musst, weil die Schaden machen. Es erscheinen, aber du wirst verlangsamt, dass du nicht mehr aus ihnen rauskommst. Genau, es erscheinen Mobs, die dich verfolgen. Du wirst aber immer noch verlangsamt. Und lauter solche... Ja, lauter du wirst, wie gesagt, Schritte. Halt wahnsinnig. Genau, du wirst bekloppt und der Kampf... Ich glaube nicht, dass es so krass sein wird, dass du... Also, es hört sich unglaublich spaßig an, was ihr da erzählt. Naja, also Blizzard wird niemals diesen Holzweg zu Ende gehen und den Leuten das so reindrücken. Das glaube ich tatsächlich schon. Also, ich habe ein paar Videos gesehen, da haben die Leute es getestet. Der hatte 170 Verderbnis. Mhm. Und diese Zone, die unter ihm kam, hat ihn instant gewone-shottet. Also mit so viel Verderbnis kannst du nicht mehr spielen. Das haben die Entwickler aber auch betont. Sie wollen wirklich schon sehr klar machen, du kannst manche Sachen, also es gibt einfach zu viel Verderbnis. Es gibt dann einfach einen Punkt, das bedeutet, wo du auseinanderfällst davon. Wenn ich auf jedem Slot ein Verderbnis-Item habe, liegt es an mir zu entscheiden, wie viele von den positiven Effekten nehme ich, wie viel von den negativen nehme ich dafür in Kauf. Welche von den positiven nehme ich? Ja. Gibt es vielleicht einen Kampf, wo jetzt die DPS so wichtig ist, dass ich halt Risiko spiele und alles nehme und wenn die Fläche kommt, bin ich halt tot. Aber was weiß ich, bei Lady Ashwain zum Beispiel, wo wir wochenlang DPS-Rennen gefahren haben oder sowas, es wäre dann halt sowas, okay, just give it a try, wir riskieren es und wenn die ersten umfallen wegen der Fläche, starten wir halt von vorne, weil ohne schaffen wir es nicht. So findet ein Soft seine Anhänger. Leute, die verzweifelt nach Schaden und Macht suchen und überlegen, ob es das nicht vielleicht doch wert ist. Ich denke trotzdem, am Ende wird das nicht so krass sein, weil du A, vielleicht gar nicht so viele verderbte Items bekommst, also ist ja so ein Random, und B, ich würde nicht auf jeden Slot so ein Item erhoffen. Ich denke nicht. Und was ist, wenn das Item ziemlich geil ist, das jetzt gedroppt ist und dann stehst du da und kannst es nicht anziehen, weil du sonst... Halt auf anderen Slot ein verderbtes Item ausziehen. Ja, aber da hast du nichts. Also ich glaube schon, dass... Oder du wirst die Verderbtheit los, wenn du das Item an sich gut findest. Die Wahrscheinlichkeit auf ein verderbtes Item, ja gut, die wird so hoch sein wie auf Warforged oder Titanforged. Wenn ich meinen Charakter angucke, habe ich auf keinem Slot was an, was nicht geprockt ist. Also ob da ein Sockel zusätzlich drauf ist oder ob das Warforged ist oder sowas. Nee, das ist halt, wenn du... Wie lange raiden wir jetzt im ewigen Palast? 3 Monate? 4 Monate? Wenn du 4 Monate lang die Bosse tötest? Ich habe erst vor kurzem überhaupt eine zweite Einhandwaffe bekommen, um Frost zu spielen. Das war... Also verstehst du, du kannst vielleicht 5-mal Trinket bekommen in diesem Kack-Raid und hast dann, keine Ahnung, und sie sind alle verderbt. Was machst du dann? Dann suchst du dir eins aus. Wie gesagt, man kann ja die Verderbnis auch entfernen von einem Item, wenn man sonst damit drüber kommen würde, über das Limit, das man verkraften kann. Dann ist es wiederum nicht so spaßig, wie Philipp das erzählt. Oh. Würde ich niemals machen, weil... Ich meine schon allein der Riesenspaß. Nee, aber wenn du die Verderbnis entfernst, ist der positive und negative Effekt. Der positive Effekt geht und der negative Effekt geht dann halt weg. Dann hast du halt nur noch ein gutes Item einfach. Ja. Lame. Dann komm doch mit deiner Verderbnis klar. Will ich nicht. Was will sie? Ich weiß nur nicht, ich habe das nicht getestet. Ich weiß nur nicht, was ich will. Tanja ist wie... Großbritannien beim Brexit. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich will, aber ich will es jetzt. Ich will es jetzt sofort.
Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Spaß-Raid, da wo alle einfach nur verderbte Items anziehen, ohne ja, sie da wird es definitiv noch einige Videos, glaube ich, Spaß. Geben. Ja, der wird mit Sicherheit sehr lustige Videos und lustige GIFs sein, wie alles gleichzeitig brockt oder irgendwelche, wenn du dann irgendwo da bist, dass Mobs auftauchen, die dich verfolgen, dass du umzingelt wirst von denen. Ja. Keine Ahnung. Ja, der visuelle Effekt ist ja auch cool, über dich drüber wabert so, also über die Textur von deinem Gesicht, von deiner Rüstung, von allem wabern dann, je nachdem, wie viel Verderbnis du hast, halt immer mehr so schwarze Schatten drüber, bis du halt irgendwann... Hey, wir haben schon angefangen mit schwarze Drachenschuppen anziehen, mein Gott. Wir sind quasi irgendwann alles Schattenpriester im Raid. Ich wette mit dir, dass wir am Ende den Soff auch zu irgendwas verarbeiten, was cool ist. Schattenpriester-Entropie. Irgendwann Steak. Ist alles Schattenpriester. Steak, na. Ich finde, diesen riesen Fleischklumpen könnte man gut grillen. Als Tintenfischringe, ja, vielleicht. Wir könnten Sageras Schwert durchhacken und haben dann einen Sottdöner. Ich glaube, du hast Hunger. Bisschen. Das klingt auch nicht gesund. Und dann steht Magni auf dem Podest an der Seite und schabt schön ab. Tja. Schärft, ja, aber dieses, schärft an seinem Diamantkörper. Also dieses Verderbt-System hat Potenzial. Potenzial auf jeden das Fall. Das klingt auf jeden Fall. Unglaublich lustig. Wir wissen ja auch alle, dass Blizzard Potenziale so gut nutzt und so. Ja, schon. Finde ich schon. Ja, müssen wir halt gucken, wie sich das entwickelt. Das hat natürlich auch hier wieder eine Frage vom Balancing. Die positiven Sachen versus die negativen Sachen. Ist es das wert? Ist es das nicht wert? Sind die positiven Sachen alle ungefähr gleich gut? Mhm, was natürlich 100% nie sein wird. Ja, wobei Balancing ist Blizzard nach wie vor die beste Firma. Von daher, auch wenn... über Balancing nie gelobt, sondern ja, immer nur gejammert ja, wird. Ja, ich meine, Balancing ist niemals perfekt, weil halt das alles immer noch um Menschen gebautes Zeug ist, die ganzen Klassen und sowas. Ja, und es auch viel zu viele verschiedene ja, Situationen. Aber gibt. Es gibt wesentlich Schlimmeres als WoW-Balancing. Jeder, der mal mehrere verschiedene MMOs gespielt hat, der wird das Balancing im WoW sehr begrüßen. Ja. Hallo, sind wirklich schöne Balancing-Teams überhaupt da? Flüchtet euch nur in eure Traumwelt, ist okay. Sag mir ein MMO, was besseres Balancing hat als WoW. 3, 2, 1, gibt keins. Ich spiele ein neues Vitor daneben. Und hat das besseres Balancing? Nein. Ich bin da aber auch nicht auf Gear- oder Klassenbalancing aus. Also ihr versteht nicht, dass viele Leute das nicht deswegen spielen. Nee, doch, verstehe ich, aber das ist ja kein Grund zu sagen, viele Spieler spielen das nicht wegen dem Balancing, deshalb machen wir kein Gutes. Ja, ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, wir haben die Verderbnismechanik, die Titan geschmiedet und bla und so weiter abgehandelt. An der Stelle vielleicht noch einmal kurz, mit Patch 8.3 wird das Titan-Residuum resettet. Hier vielleicht... Als kleiner friendly Reminder an euch da draußen, ihr braucht das halt nicht irgendwie horten. Es wird nicht so funktionieren wie beim letzten Patch, dass die Zahlen größer werden und ich hab dann mit dem vielen Gesammelten irgendwie ein bisschen Vorsprung. Nein, es wird komplett auf Null gesetzt. Wir kriegen ein bisschen Silber oder Gold dafür, je nachdem wie viel gesammelt worden ist. Ich glaube, ein Silber pro Punkt Residuum soll es sein. Und dann geht die Sammelei von vorne los. Was vielleicht auch noch relevant ist, der eine oder andere sagt jetzt, ja, okay, dann kaufe ich jetzt ganz viele Items, behalte die und wenn es resettet ist, dann verschrotte ich die und kriege mein Residuum wieder. Da gibt es keine offizielle Information zu Blizzard, das hat aber beim letzten Mal nicht funktioniert. Items, die man vor dem Patch gekauft hat, haben danach kein Residuum gegeben und ich gehe davon aus, dass es diesmal wieder so sein wird. Auf der anderen Seite verliert ihr natürlich nichts. Wenn ihr keine Teile mehr braucht, könnt ihr die alten auch horten und auf die Bank legen und könnt es ausprobieren. Das ist ja kein Verlust. Ja, höchstens, wenn ihr unbedingt auf das Gold scharf seid, dass ihr ein Titan-Residium bekommt. Das stimmt aber. Aber das ist ja... Das ist ich weiß nicht, ob da jemand noch 10 Gold mehr oder weniger braucht. Ja, was im nächsten Patch auch noch kommen wird, ist, ich habe eine lustige Headline gelesen, es wurde ja irgendwann gedatamined, dass es Items gibt, die Erschöpfung von Mounts reduzieren und so weiter. Und alle aufschreien schon so, oh mein Gott, man kann nicht mehr fliegen, wir schaffen es fliegen ab, man kann nur noch 30 Sekunden fliegen, dann fällt der Gaul vom Himmel. So eine ähnliche Mechanik gibt es jetzt bei den Übergriffen, ne?
Ja, aber also nicht ganz, aber. Ich habe es extra einem Leser, der kommentiert hatte, erklärt. Es ist nicht genau das, was jetzt gedatamined wurde mit dem Schöpfungszeug. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ja, das kommt vielleicht noch. Gut möglich. Aber es gibt aber jetzt die erste in den neuen Gebieten oder den neuen Versionen von Uldum und Teil der ewigen Blüten fliegen so nette Schlangen am Himmel rum. So gigantische Monster von Zoth. Und wenn ihr euch denen mit eurem Flugmount zu sehr nähert, dann bekommt ihr dann einen Debuff drauf. Und der stapelt sehr schnell, ich glaube pünktlich. Und dieser Debuff ist irgendwie der faulige Gestank von ihnen oder irgend sowas. Der reduziert halt einfach mal mit jedem einzelnen Stapel eure Fluggeschwindigkeit um 30%. Und das ist irgendwann echt ätzend, wenn ihr halt, ja, vor allem nicht schnell genug von dem vielleicht wegkommt, weil ihr irgendwie plötzlich merkt, es kommt hinter euch und ihr flattert hastig aus dem Weg raus und dann habt ihr halt schon ein paar Stapel angesucht. Achtung, Todeswurm! So hoch, mein junger Freund. Ja, im Grunde ist es so. Ein kleiner Icarus-Mythos in WoW. Und natürlich solltet ihr euch grundsätzlich von denen fernhalten, weil wenn die dann wirklich zu lange bei euch in der Nähe sind, dann schlagen sie euch mit einem Schlag tot. Und ihr fliegt halt vom Himmel. Okay, das heißt, wir haben jetzt in der Erweiterung tatsächlich schon die zweite Mechanik, die uns am Fliegen hindert. Blizzard hat irgendein Problem damit. Wir hatten ja in Mechagon hatten wir das ja auch schon. Wenn du da rumfliegst, dann nimmt dich die Zieleinheit ins Visier und knallt dich irgendwann vom Himmel, wenn du nicht landest. Genau so. Da konnte man das allerdings relativ gut schießen, weil du bist einmal nur kurz den Boden berühren und dann waren alle Stapel weg und dann kannst du weiterfliegen. Als Druide bin ich einmal aus der Fluggestalt gegangen. Ja, schon. Waren alle also, Stapel weg. Fliegen ist ja allgemein so ein Wespennest-Ding. Also, sobald du Fliegen irgendwo in der Headline hast, dann ist es so, als würdest du wirklich in so ein Wespennest reingestochen haben, weil dann. Explodiert die Kommentarspalte, weil die Leute sich gegenseitig, also wirklich, es gibt zwei Parteien, die das hassen und die das lieben. Und ja, die einen wollen eigentlich alle Flugtiere erschießen und die anderen wollen wirklich auf eine übelste Art zum Teil. Damit kannst du die Leute halt auch zu Tode triggern. Ja, also, und wir versuchen das ja bei uns auf der Webseite zu vermeiden, aber ich habe auch vor Battle for Azeroth bei anderen deutschen Webseiten Headlines gelesen wie kein Fliegen im Battle for Azeroth. Und dann klickst du drauf und dann sagt so, ja, man wird es freischalten müssen. So, ja, das ist ja, okay. Schön. Das, ja. Und halt, und siehst dann bei den Facebook-Kommentaren, wie halt schon 38 Millionen Leute ausgerastet sind, bevor sie da drauf geklickt haben. Ja. Ist, könnte man Clickbait weil nennen. Du gemeint hattest, darf man kein Clickbait nennen, weil die Firma sagt, sie macht kein Clickbait. Weil du gemeint hattest, dass bei Mechagon konnte man ja noch ziemlich cheesen. Ist nicht so einfach bei Uldum und Tal der ewigen Blüten, weil dieser Debuff, der hält halt einfach mal 3 Minuten einfach an. Und der ist nicht daran gebunden, dass du kurz irgendwie absteigst oder sowas, sondern der ist einfach auf dir drauf. Also fliegende Gegner waren ja schon lange im Gespräch, weil wenn du auf dem Boden reitest, ziehst du ja auch mal Gegner an. Also, ja, da fliegen auch gerne mal irgendwelche Skarabäen rum in Uldum. Aber das war ja schon vorher Thema, dass du allgemein, wenn du fliegst, auch wenn du in Azeroth fliegst oder meinst, in Scherbenwelt, dass du es nicht so sicher hast oben? Dass auch, was du unten an Gegnern hast, auch oben rum keucht und fleucht. Mhm. Es war schon mal ein Gesprächsthema, ja, aber dass sie das jetzt wirklich durchziehen, ist schon interessant, weil theoretisch könntest du das tatsächlich so bringen. Ja, vielleicht ist es auch noch ein weiterer Test irgendwie. Bloß, dass wenn du da abgesattelt wirst, also halt abgemountet wirst, es sei denn, du hast diese Mount-Fähigkeit, dass du dir dann Fallschirm noch an den Sattel dran machst. Oder bist Dämonjäger oder Paladin. Ja, als Dämonjäger oder bin Pandare. Ich am Anfang dumm gestorben, weil ich dachte, dass mein Reittier auch das kann, also gleiten. Das heißt, ich bin so die Berge mit Sturmheim mit meinem Tiger so runtergehüpft. Ah, scheiße. Tot. Ja, das Problem ist, du kannst halt auch nicht einfach so von deinem Mount runter und dann weiter gleiten als Dämonjäger. Bist du aber das gecheckt hast, der Kopf musst du zwar, aber das geht so. Innerhalb von 0,1 Sekunde kannst du abmauen und gleiten. Ach so. Es war so, oh, das ist jetzt gerade was unglaublich Dummes, was du getan hast. Tot. Ich mag ja das Feature, wie es, ganz kurzer Abschweifer, wie es in Guild Wars 2 ist. Und zwar ist da Mount-Lebenspunkte ein eigenes Ding zu deinen Lebenspunkten. Also du reitest und währenddessen, wenn du angegriffen wirst, sinken die Lebenspunkte von deinem Mount. Und dann wirst du einfach abgeworfen, wenn die Lebenspunkte vom Mount auf null sind. Und dann ist es weg? Ja, dann ist dein Mount kurz weg und dann musst du halt erstmal wieder aus dem Kampf rauskommen und dann kannst du das Mount wieder rufen. Was bedeutet, dass du, seit wir Mounts haben, schlicht und ergreifend auf deinen Mount steigen kannst und halt Fallschaden negieren kannst, weil du springst halt von der Klippe auf den Mount
Das Mount stirbt und. Mount stirbt. Und du sagst. Wenn Not Peter bad. Das wüsste, Alter, Alter. Hey, das hat Tradition. Ich meine, in Mario hast du auch den ja, Yoshi ja, einfach mit dir abgeworfen. Also alle, genau. Alle Beschwerden bitte. Ja. Ja, kann man schon mal machen. Aber in Mechagon hatten wir ja beim Fliegen die Möglichkeit, uns im Mega-Dungeon das Mount zu besorgen, die Flugkapsel. Und mit der wurdest du in Ruhe gelassen. Ja, weil du ein Einheimischer... Genau, weil genau. Ich quasi das ihr Fluggerät vom Chef hatte. Das wäre eine interessante Idee, weil man kann sich ja mit dem Meta-Erfolg von 8.3 diese Schlange von Unsoth holen. Ob man dann in Ruhe gelassen wie du hat. Erkannt hast, wie ich den Bogen spannen Mensch, wollte. Der Philipp! Wow, die Schlange ist aber nicht einfach zu bekommen. Also. Nee, da musst du ja wirklich alles... Ja, aber dann haben wir eine Schlange, die von den anderen Schlangen vielleicht... Als ihr eigenes. Bis wir das gemeistert haben, kommt Shadowlands raus. Da habe ich auch keinen Punkt mehr. Low Meta-Erfolg. Vielleicht, ja. Ja, aber ich vielleicht. Es gibt da draußen sehr viel fleißigere Spieler als du. Ja, klar, die fleißigen Spieler. Also Spieler ohne Leben. Was so braucht man? Ruf bei den neuen Fraktionen? Ja, ruf bei den neuen Fraktionen. Ich glaube, du musst die Vision, ich weiß nicht, den Mantel musst du, glaube ich, die Visionen, warte mal. Du musst die Visionen, glaube ich, ziemlich gemeistert haben. Also dort drin, glaube ich, alle Masken oder sowas gesammelt haben. Das ist ja, auch... easy, erster Tag, weiter. Ich glaube, mit jedem... Oh Mann, Philipp. Mensch, Philipp, langsam ich hätte gern dein Selbstbewusstsein, wirklich. Du weißt, warum hier Platz neben mir frei ist. Da sitzt mein Ego. Nee, also du musst, glaube ich, mit allen Debuffs der Masken musst du mal die Vision gemeistert haben. Also das ist schon mal dabei und das ist jetzt auch nicht so schnell zu holen, weil ich glaube, das ist... Soll zumindest schwer sein vom soll schwer sein. Ja, war es nicht irgendwie, dass die Masken erst freigeschaltet werden, wenn du Rang 15 hast? Weil dazu habe ich jetzt keine Infos, weil ich bin weit weg von Rang 15. Das weiß ich nicht. Also dementsprechend, ihr werdet jetzt nicht nach einer Woche euch auf die Luftschlange... Ja, gut, ist ja auch vollkommen egal, weil du brauchst ja erstmal den Ruf und der Ruf wird ja wieder gecapped sein und time-gated und bla, von daher wird das... Vielleicht reicht auch die Schattendorn-Drohne. Genau, nämlich ein weiteres Mount, was mit Patch 8.3 kommt. Mhm. Wieder eins von den schönen Mounts, die wir nicht einfach kriegen, sondern die wir uns erstmal... Aufziehen müssen. Zusammenbauen, wie auch immer. Und füttern und Matze kriegen. Hat sich das besorgt? Ich habe es noch lange nicht fertig besorgt, weil, wie gesagt, das ist ja time-gated, dass du das Viech aufziehst, dass du es mit Larven fütterst, dass du erstmal mehr rausfinden musst über die Klack, Sachen. Sie haben mich schon einmal verarscht. Du hast diesen Kunchon damals gefüttert, gehegt, ihn auf die Jagd mitgenommen, in Geschichten vorgelesen, damit er gut einschlafen kann. Und was ist in Siege aufgenommen? Siege of Orgrimmar hat das Viech dich versucht zu fressen. Alter, was? Ich werde nie wieder ein Viech wieder aufziehen. Nie undankbares wieder. Stück. Mann, ich hab so schon... Eigentlich? Hä? Klaxi. Ja, ja. Vorletzter Boss. Ja. Also, waren das nicht die ganz vielen Kleinen außenrum? Ja, so klein war er nicht mehr. Aber das war ein Part von dem Raum von den Klaxis. Okay, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß, dass es so ganz viele kleine gab und irgendeiner wurde anvisiert und durfte dann nicht dahin, weil dann nicht wurde der Boss Große halt, oder so. Davor. Davor? Okay. Crash. Da war der Gang. Davor. Puh, ich Ach, weiß Philipp, nicht mehr. Du bist ein alter Mann. Vorher war ein Gang, wo irgendwie drei Orks standen oder sowas. Jedenfalls, es gibt ein neues Mount, das man auch wieder aufziehen muss. Und dabei handelt es sich nämlich von den Akia um so einen schönen Flugkäfer. Ehrlich gesagt ganz cool. Die find ich finde den auch ganz cool. Ich hätte zwar immer noch lieber die Biene, aber wenigstens immer irgendein Flugkäfer. Ich hätte gerne die schwarze. Die Quest Drohne. Könnt ihr auch nur beginnen während eines Übergriffs auf Uldum. Also da solltet ihr euch dann schön ranmachen, wenn der ist, dass ihr auch die Quest beginnt. Weil weitermachen und so kann man sie dann, glaube ich, auch später abseits von Übergriffen. Aber ihr könnt die Eier finden. Auch abseits von einem Übergriff oder sowas. Aber die Quest ist dann nicht startbar. Also es muss dieser Übergriff gerade stattfinden, dass die eben diese Void-Touched Egg. Hey, also ja, genau. Wenn ich den finde, Eier. Was kann schon Schlimmes passieren? Ich ziehe es auf. Ja, nee, einer von der Forscherliga meint dann ja, eben, klar. Hey, die sind bestimmt nicht von Grund auf. Nee, ich sehe hier wirklich nur, später wird man in den Nachrichten sagen, mein Gott, es war so lieb. Ja, niemand hat es kommen sehen. Ein Void-Touched Egg. Was kann da schon Schlimmes passieren? Das denke ich mir halt auch.
Aber ja, wie gesagt, ich mag ehrlich gesagt dieses Konzept von dem Tiere ranzüchten. Ich habe da jetzt nicht so das Problem damit, weil... Ja, in Pandaria haben wir uns so eine Wolkenschlange ja so aufgezogen. Du ja. konntest sie ja auch so lange nicht reiten, solange du da auch nicht Ruf gesammelt hattest. Ja. Ja, also ich mag das. Also beim Spross von Torkali, den habe ich auch gemacht. Das ist dieser kleine Triceratops, den man sich ranzüchten kann. Das ist der, der nur als Hortler geht, ne? Hm? Der geht nur als Hortler, genau. Das ist halt voll knuffig, weil den kennst du halt schon aus wirklich Launch von BFA, ist da eine Quest gewesen mit dem, wo er erst auf Teufel komm raus mit irgendeinem Goblin-Medikament auf Wachstum getrimmt wird und dann fast stirbt, weil das Zeug halt irgendwie voll giftig ist. Und dann später lernst du mit Hilfe von Torkali, das ist dieser Loa von den Trollen, der riesige Triceratops, der gibt dir dann seinen Segen und sowas, dass du ihn aufziehst und sowas. War teilweise ein bisschen nervig zu machen, aber es war so ein schönes so, jeden Tag, wenn man sich einloggt, oh, erstmal sich um den kleinen Triceratops kümmern, Spielzeug für ihn schmeißen, er bringt es begeistert zurück und sowas, Leckerli ihm geben. Ich mag das. Jo. Nur ein kleiner Tamagotchi. Oh, du ja, bist doch gar nicht weiblich. Fiel mir halt nur jetzt so auf, dass es Blizzard da immer mehr in diese Richtung macht. Wir hatten die Wolkenschlange früher. Ja. Die ja so mehr eine Ausnahme war. Und jetzt haben wir allein in der Erweiterung ist das mindestens das dritte. Ja, ja, also das dritte von dem, was ich als nicht Mautsammler kenne. Ja, du hast ja in Mechagon schon mal noch diese Spinne, die du zusammenbastest. Ja, genau. Das, sind wir das schon ist ja vierten. Auch, das ist ja im Grunde auch heranzüchten und halt nur auf mechanische Weise. Dann dieser Pterodax, den konntest du ja auch noch machen. Die Biene, genau. Ja, ich kann halt natürlich sein, dass es einfach ist, dass man damit sehr gut Spielzeit zusammenbekommt, anstatt dass man es einfach gedroppt bekommt. Aber andererseits ist es halt besser als, naja, irgendwie es nur als Random Drop bekommen oder sowas. Ja. Würden mehr Leute machen, wenn es einzigartig wäre, wie halt eben die Biene. Aber so, noch ein Triceratops. Noch eine Schlange. Ja. It is, wie it is. Neues Mount. Dann kommen wir langsam zum Schluss von Patch 8.3. Eine Sache, die mit dem nächsten Patch noch kommt, sind die Vulpara und die Mechagnome. Allianz ist auch und bei den Mechagnomen ist jetzt die Tage etwas aufgetaucht, was... Die Leute noch mehr triggert. was noch ein bisschen deprimierender ist für jeden, der... gerne geile Rüstungen trägt. Komm, ich hab's euch ja gesagt. Ich möchte es nochmal anmerken. Ich hab's euch ja gesagt. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Mechagnome haben ja künstliche Arme, künstliche Beine, die man sich machen kann bei der Charaktererstellung. Naja, du musst die nehmen. Beziehungsweise, genau, du kannst das dir drei verschiedene... Das macht ja die Rasse auch. Du kannst unterschiedliche Farben genau. Und vielleicht weniger gepanzert, aber du hast Roboterarme und Roboterbeine. Das alleine an sich ist ja eigentlich jetzt ein ganz cooler Effekt. Ist jetzt nichts Schlimmes. Allerdings, wenn du jetzt anfängst, Rüstungen zu tragen, sind die Rüstungen an den Stellen halt nicht vorhanden. Das ist so dämlich. Das heißt, du hast eine Brustrüstung, die hat keine Arme. Du kannst keine Handschuhe morgen, du kannst keine Schuhe morgen, du kannst keine Hosen deine richtig Hose morgen. Ist nur meine so Unterhosenbereich. So eine Superman-Kurzhose. Oh Gott. Das sieht aus wie hat Suse es so liebevoll gesagt? Liebevoll Windelmogging genannt. Ja, Windelmogging, ey. Also wir haben ja eine Beispielbilder noch eingefügt. Das sieht so dämlich aus. Du hast dann einen kleinen Gnom mit massiven Tierset-Schultern, einem Tierset-Helm und darunter halt keine Hose, keine Arme, ja. Keine Hand. Vor allem, wenn die Rüstung massiv ist. Das sieht so lächerlich aus, weil das wirst du so eine Kartoffel oder so ein Kastanien ja, Zahnstocher reingesteckt. Und jetzt mal ganz ehrlich, das schaut ja nicht einfach nur scheiße aus. Es macht doch auch einfach überhaupt keinen Sinn. Warum sollen Mechagnome keine Rüstung draufpacken auf ihre Metallarme? Ja, sonst machst du sie zu Gnomen. Also wenn du das komplette Set anhast, ja. Ne? Siehst du ja, wenn du auch den Helm an hast, siehst du nicht anders aus wie ein normaler Gnom. Dann gibt es ja keinen Unterschied. Ja, aber ich sehe auch als Dunkeleisenzwerg in voller Montur nicht anders aus als ein Zwerg und ein Hochbergtaucher sieht nicht anders aus als ein Taucher in voller Montur. Ne, der hat andere Hörner. Sieht man, ja, wenn ein Helm auf ist, sieht man das dann? Ja. Weiß ich spiele ja keine Horde. Aber mindestens die Zwerge sehen genauso gleich aus.
Ja, mein Problem ist halt eher so, warum soll jetzt einfach die Metallarme? Ich meine, es macht keinen Sinn. Ja, gut, Dann mein. schauen halt nur die Hände, die Ja, Finger es macht raus. schon Ja, Sinn, oder du dass ich hast über dann meine ein paar Parts Metallhand nicht nur. nochmal eine künstliche Metallhand als Plattenrüstung ziehe. Ja, aber wenn mir an meiner Verstehst du? Ja, Metallhand so viel naja, liegt wie an genau. meiner normalen Hand, dann schütze ich sie doch. Das ist ja nicht Doch, so. doch, das Nein, macht schon. das ist ja ein Ja. Zeichen. Also, die Ihr meint, machen. es ist impliziert, dass das schon gepanzert Ja, ist. das ist ein Statussymbol, das möchte man Ja, zeigen. das Dafür macht machen ja sie es eben, ja. was ich gesagt habe, also das Volk aus. Die Sache ist halt bloß die, dass du vielleicht ein paar Parts von der Rüstung halt zeigen kannst, weißt du, dass der Armschiene noch drüber geht oder so. Genau, Und das, das meine ich also, dass man eben. noch also mit der Rüstung zusammen irgendwas macht. Ich weiß, dass es Riesenaufwand ist, aber daran hätte Blizzard denken können, Ja, bevor die ganz. daran hätten sie Und wirklich denken können. das ist ja noch nicht schlimm genug, wenn du wenigstens nicht nur drei Metallfarben hättest. Es sind nur drei. Rostig, blau und blau-gold. Ja, und das passt nicht zu Transmog. Selbst wenn du ein goldenes Transmog hast, hat es trotzdem eine andere Goldfarbe. Also, also das sieht für mich furchtbar aus, egal welches Rüstung du Ja, anhast, das mich ihr halt müsst nur. euch jetzt halt einfach vorstellen, ihr habt eine massive, knubbelige Tierrüstung mit breiten Schultern, großen Helmen, Flaggen, Fahnen, alles dran. Und dann gucken unten drunter zwei Gnomenbeine, die halt nicht mal so breit sind wie Gnomenbeine, sondern nur so ein Viertel von einem Gnomenbein. Stimmt, da kannst du Kastanientiefe, ja noch die weniger gepanzerte Variante auswählen, die dann so ne? richtig spindeldürre Beinchen sind. Ich muss halt trotzdem sagen, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Ich muss überlegen, so als Mechagnom, du besiegst gerade mal wieder irgendwie einen alten Gottdiener oder sowas. Du bekommst da diesen leere, berührte, super magische Artefakt. Windel. Na, die Ärmel, die brauche ich nicht. Die schnibbeln wir mal schön ab, die brauche ich nicht. Oh yeah, no sleeves. Geil, ich habe eine Ich legendäre habe ja Titanforge-Windel. ein paar Videos gesehen, wie da halt in so ein Krieger in so eine Rüstung läuft, ne? Und das hat mich so an diese, kennst du diese japanischen, das wandelnde Schloss, also Ja, ja, diese, ja, ja, ja. da gibt es auch so Maschinen, die einfach so auf diese dünnen Beinchen gesteckt werden und Genau. dann total so laufen, so schief. Und genauso läuft dieser Mechagnom. Ja, es sieht fürchterlich aus. Es wird zwei Lösungen dafür geben. Entweder, was wir ausgetestet haben, was zumindest Stoffis freuen dürfte, so Roben, die also Brustrüstung sind. Wenn man die anzieht, fällt die Robe halt über die Beine. Das heißt, man sieht diese Spindelbeine nicht mehr. Geil. Die gibt es halt für alle Klassen, aber was weiß ich, als Plattenträger hast du irgendwie drei verschiedene oder sowas im ganzen Spiel. Da wird es dann schon echt eng. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der ein oder andere findige Mensch sehr coole Mogging-Sets zusammenstellen wird, die gut zu der restlichen Rüstung passen. Ja, halt Aber irgendwelche dunklen du bist trotzdem extrem metallischen. Aber eingeschränkt, genau, das du ändert ja bist nichts super dran. eingeschränkt, weil du kannst Ja. nur die 99% der normalen Sets sehen halt Ja, wie fürchterlich gesagt, aus. Handschuhe tauchen gar nicht erst auf. Genau. Also. Kannst du nicht morgen denn weg, Beine Ich hasse dann sind auch ehrlich sich. gesagt, was ich gelesen habe, also was ich. Na, Hass ist schwach. Starkes Wort. Es ist halt dann doch irgendwie ein schwaches Argument zu sagen, so, naja, ich will ja doch nur eh in der Dings, in der Cultural-Rüstung von den Zwergen rumlaufen. Mecha Gnome, genommen. Mechagnome. Genau, der Mechagnom-Rüstung rumlaufen, ist halt dann auch so, oh, geil, ich mache mir einen Charakter und an dem darf nur eine Rüstung Und ran, weil dann das die musst du einzige aber immer Rüstung ist, noch die er bis erstmal erspielen, 110. genau. Ja, Während und du viel halt andere Spaß. Rüstungen dann hast. Ja. Und Weißt du, wie lange so. ich für die Traditional Rüstung gebraucht habe? Alter Falter, ey. Ohne Alteraktal hätte ich mich wahrscheinlich da. Ich bin immer noch nicht fertig mit meiner leeren Elfendings. Mhm. Aber jetzt hier, Korax Rache, das schaffe ich noch. Ja, so ins Ziel, auf den Zahnfleisch. Aber wie gesagt, halt dann einen Charakter haben, der nur diese eine Rüstung benutzen darf, Die weil cool alles aussieht. andere Ja. scheiße aussieht an ihm, das ist halt dann auch irgendwie lame. Und ich finde es halt schade, weil an anderer Stelle ist ja doch irgendwie Arbeit reingesteckt worden. Die Mechagnome, die haben ja auch zum Beispiel andere, keine Ahnung, du hast letztens belächelt, dass ich es toll gefunden habe, aber die haben zum Beispiel auch eine eigene Idle-Animation im Vergleich zu normalen Gnomen, so, die wirken nicht organisch, wenn sie dastehen, sondern so, als ob halt die ganze Zeit irgendwie Zahnräder rattern, so ruckartige Bewegungen von den Gliedmaßen und sowas. Also,
irgendwie haben sie Arbeit reingesteckt, aber an der Stelle wieder nicht mit den armen Beinen. Ich weiß man es muss, nicht. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt PTR, vielleicht sind sie ja daran am Arbeiten, wie sie das machen können. Und nach dem Shitstorm halt, wahrscheinlich haben schon. Halt jetzt erstmal den Rest reingebracht und überlegen oder arbeiten. Vielleicht hilft auch das Feedback. Daran, vielleicht hilft auch das Feedback. Also noch nichts, es ist noch nichts verloren, sage genau, ich mal so. Genau, genau. Aber so wie ich Blizzard manchmal kenne. Wir werden es beobachten und unser Feedback hilft ja hier besonders. Genau, denn... Weil wie wir vor 2 Wochen drüber gesprochen haben, über die Rüstung des Schwarzen Imperiums, diese Ketchup-Mechanik, dass die mit Item Level 400 halt nicht ganz so viel Sinn machen. Die Entwickler haben uns natürlich zugehört, weil wir wissen, dass unser Podcast auf allen Podcatchern bei Blizzard quasi Pflichtprogramm ist. Wenn auch alle 2 Pass Wochen auf, wir brauchen gleich für dein Ego hier ein Sofa. Ja, können wir ja hier mit den Sofa-Dingern zusammenbauen. Ja, ist auf jeden Fall geändert worden. Es sind jetzt 415 und 410 Item-Level. Mhm. Das macht schon mehr Sinn. Das heißt, ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob die dadurch jetzt super relevant werden, aber jedenfalls relevanter als mit Item-Level 400. Was vorher wirklich, waren sie halt irrelevant einfach. Was ja wirklich kein Mensch braucht. Ja. Also, du gehst in eine mythische Null wahrscheinlich, kriegst mehr. Ja. Viel mehr. Ja, so. Weiß nicht, was kriegst du jetzt in mythische Null? 400 jetzt in Mythisch Null. Jetzt schon, genau. Und es wird ja wahrscheinlich auch sogar dann mehr sein. Ja. Also. Und das an Mythisch Null ist geschenkt. Also ja, ganz ehrlich. Sehr, sehr lustig. Aber ja, hat sich geändert. Passt. Wunderbar. Um nochmal zu dem Micha-Gnome-Nachtrag. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn Blizzard endlich diese Färbung einführen würde. Weil dann könnte man vieles natürlich... Es haben viele andere MMOs. Indem du deine Rüstung oder eine bestimmte Parts von deinem Charakter explizit färben könntest. Also Guild Wars hat das ja. Ja, bin ich kein Fan von. Damit wäre dir doch nicht. Du magst zu sehr deine Tierrüstungen und sowas, die du dann... Nee, Tierrüstung an sich bleibt ja Tierrüstung, aber ich könnte sie rot anfärben. Ja. Oder ich könnte sie blau färben. Genau, da bin ich halt kein Fan von. Oder warum pink. Nicht? Weil ich die vorgegebene Rüstung... bevorzuge. Ich kannst du doch weiterhin tragen, aber jemand... Zu viel Freiheit verleitet Spieler oft dazu, zu viel diese Freiheit halt auszunutzen und... Ach Philipp, dann hast du jetzt das dann momentane Transmog-System auch, oder was? Dann musst du halt damit klarkommen, dass Leute in komplett weiß oder komplett pink rumlaufen. Ja, oder in Regenbogenfarben. Ja, hast du das Outfit gesehen von der BlizzCon? Der Zug ist wirklich abgefahren. Leute können jetzt in einem komischen Yeti-Pyjama rumlaufen. Ja. Also das ist auch nicht schlimmer, als wenn jetzt jemand seine Rüstung entfärben darf, wie er will. Doch. Warum? Wenn jetzt jemand anfängt, in der Paladin-Tier-1-Rüstung in grün rumzulaufen, finde ich das nicht schön. Finde ich das nicht gut. Wow, dann darf ich niemanden sehen. Dann dürfte ich in kein Aktionshaus reingehen, weil ich diese ganzen Leute, die T6 und 6,5 zusammenmixen sehe. Nach der Logik, das ist übrigens ein anderes Level. Der Logik darf man nur noch in Sets rumlaufen, weil ja alles andere doof aussieht oder was. Oder nicht so... Würde ich bevorzugen. Also seitdem sie dieses Transmog-System so gelockert haben, dass du wirklich fast alles ausblenden kannst, ne, sehe ich nackte Elfinnen um mich überall. Ja, natürlich. Für mich ist es einfach, es gibt ikonische Rüstungen, wie zum Beispiel die Paladin T1 Rüstung oder sowas, die hat halt Gold zu sein und ich möchte nicht, dass jemand diese Rüstung trägt und hat grüne Hose, lila ein Hemd, blaue Brust. Aber jetzt mal anders gefragt, im echten Leben darf man doch auch mit seinen Klamotten machen, was man will. Ja, muss halt damit rechnen, dass ich dann über dich läster. Ja eben, das darfst du dann doch auch machen. Das darfst du doch auch machen. Du darfst dann auch zu den Laufen- und Spuck-Emote nehmen. Aber Blizzard färbte die Rüstungen der Paladine schon allein für Blutritter, für Blutelfen damals um, indem sie diese Grundrüstungen einfach nur schwarz-rot gefärbt hat. Ja. Verstehst du? Und das ist halt für mich so eine, da kannst du dich vielleicht ein bisschen auch mehr lore-konformer färben. Musst nicht, aber du musst jetzt ja auch nicht wie eine nackte Elfe rumlaufen, kannst aber. Das mag ja sein, aber mir muss das ja nicht gefallen, mir gefällt es auch nicht, wenn Schurken statt 2 Dolchen 2 Fische in den Händen haben und damit oder 2 Bierkrüge, die habe ich schon alles gesehen. Das gefällt mir einfach. Ich meine, sagen wir so, es ist ja Phils gutes Recht, dass er sagt, nee, das will er nicht. Ich werde aber nicht wie gesagt, mein Abo kündigen, wenn das passiert. Genau. Aber du musst jetzt auch nicht sagen, macht nur, sondern du kannst ja auch sagen, dass es nicht dein ist. Oh, es ist aber nett von uns.
Aber nee, für mich, wie gesagt, ich bin es halt auch anders gewohnt, dass ich mehrere unterschiedliche Farbkanäle habe auf einer Rüstung, dass ich sie färben kann aus Guild War. Deswegen gerne, gerne in WoW auch einfach Rüstungen färben lassen. Also. Gibt es aber auch keine Ausreden mehr. Wir haben die Technologie nicht. What? Nee, nee, das ist bei ihnen, glaube ich, wirklich einfach so eine Philosophie-Sache, dass sie sagen, nö, die Tierrüstung, Wir die hat schauen die jetzt nicht von Farbe. anderen ab. Ich habe jetzt meine eigenen Hausaufgaben gemacht. Nee, und ich glaube auch wirklich, dass es das so ein bisschen ist, weil sie dann halt doch manche Tiere sich ja doch ähneln. Und wenn du dann noch dieselbe Farbe halt einstellen kannst, dass dann Leute sich so sagen, so, nö, Ach, macht doch nach gar keinen Grabmal großen ist diese Unterschied. Tierrüstung sowieso Zug abgefahren, nachdem sie noch einmal das gleiche Tier wie T5 haben sie nochmal recycelt. Ne. Ja, wie gesagt, also es ist ein System, könnte passieren, könnte kommen. Findet offensichtlich relativ viel Anklang. Mir persönlich gefällt es nicht, aber das muss Sagen wir es jetzt die so, Entwickler ein nicht davon System, das abhalten. dem Spieler mehr Freiheit gibt, findet immer mehr Anklang, weil Spieler sagen dann immer einfach eher, also außer man ist jetzt wie du, dass du wirklich so mit einer bestimmten Überzeugung dagegen hast, sagen auch nur, ja klar, macht, warum nicht? Weiß ich nicht, ob mehr Freiheit immer mehr Anklang findet. Ja, vor allem, wenn es jetzt um kosmetische Freiheit geht, muss ich jetzt Also, was weiß ich, wenn du zum Beispiel die Freiheit hast, so viel Azerit zu farmen, wie du möchtest. sagen. Hat das jetzt Bitte. nicht so viel Anklang gefunden in der letzten Erweiterung? Ja. Das Weil die kannst Leute du sich kein nicht Limit setzen können. vergleichen, weil du Weil die Leute die Pfirsiche ganze. mit Äpfeln Ja. nicht Ja, aber wie vergleichen gesagt, das ist ja so eine Sache, die Leute denken, ich habe ja betont, kannst. um beim Kosmetischen, die Leute denken, dass sie halt immer mit dabei sein müssen. Aber beim Kosmetischen, das ist ja kein irgendwie Endgame oder sowas, das du mit erreichen musst. Also für manche ist Fashion Endgame, aber. Meine Slutmocks werde ich behalten. Ja, kommen wir vom Patch 8.3 weg. Es sind noch so ein paar mehr Sachen sind passiert, die ich gerne ansprechen würde, was ich sehr lustig fand. Die Gilde Method, die ja den meisten ein Begriff sein sollte, als Kenne ich Gilde, nicht. die die letzten World Firsts abgeräumt hat quasi und aus WoW World First PvE ein E-Sport-Geschäft gemacht hat mit diversen Streams und Aktionen. Die hatten am vergangenen Wochenende eine sehr lustige Aktion, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich konnte es leider noch nicht ganz zu Ende gucken, weil ich am Wochenende keine Zeit hatte. Die haben zusammen mit Preach, der auch Teil dieser Gildengruppe ist und als Shoutcaster bei den Events arbeitet und auch Streamer ist, haben ein Event gemacht am Wochenende und zwar ein Sabotage-Raid. Das heißt, Method hat, ich glaube, ihre 20 besten oder 25 besten Raider genommen und Preach ist mit fünf anderen oder sechs oder sieben, weiß nicht, ein kleines Grüppchen mit in diesen Raid gegangen. Die Aufgabe von Method war, den Raid auf heroisch zu beenden und die Aufgabe von der Gruppe Preach war, das irgendwie zu sabotieren und mit allen erdenklichen Mitteln, die zur Verfügung stehen, zu verhindern, dass die Bosse getötet werden. Also einfach Klingt gucken, erst können 7 Leute klingt von erstmal nicht 20 Profis den Raid genau, ruinieren. klingt erstmal so, hä? Was? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto lustiger und genialer fand ich das. Und jetzt habe ich den ersten Teil des Streams habe ich jetzt schon angeguckt. Großartig. Also man kommt auf Ideen, die man in jedem LFR nicht benutzen darf, sollte. Also es wird wahrscheinlich auf mehr hinauslaufen, als die 7 Leute helfen nicht mit, sondern die 7 Leute. Genau, die 7 Leute grippen den Tank mit Life-Grip durch die Gegend, spotten den Boss kreuz und quer, legen. So erstmal die ganz offensichtlichen Sachen. Legen die Flächen mitten rein, versuchen mit AOE-Effekten alles zu töten, was sie irgendwie in Reichweite kriegen. Ziehen HT direkt nach dem Boss natürlich, das ist beim nächsten nicht. Solche Sachen. Aber dann haben die halt auch sehr lustige Aktionen abgefeiert, die ich großartig fand. Zum Beispiel der Behemoth, das Schwarzwasserungetüm. Die Gruppe hat den Boss gepult, die sind runtergegangen und haben auf den beiden anderen Plattformen erstmal die Fische getötet. Dass du nachher ab Plattform 2 nicht mehr geheilt werden kannst. Alter. Solche Dinge, großartige Sachen. Okay, das klingt eigentlich echt ganz geil. Tot ist das? Ja. Natürlich ist das nichts, was ich jeden Abend so haben möchte. Also im LFR kommt einem das ja ab und zu mal so vor, als wäre das so. Aber als Zuschauer, so, weil die Jungs von Method waren dann natürlich auch im Teamspeak und haben versucht, spontan immer auf alles zu reagieren, auf Ja, alle eben. Knüppel, die Es ist sich ja eine zwischen die Beine. abgesprochene Sache gewesen. So, sie Ja. wussten ja, worauf sie sich einlassen. Da Genau. finde ich es eigentlich sau witzig. Ja, Das ist da, wirklich. genau, Als Format funktioniert das es super. wurden dann Trashpacks von Gott weiß wo geholt und zum Boss gebracht. Oder irgendwo hat einer von den Saboteuren als Tank mit einem Heiler gestanden, hat Trashpacks bearbeitet,
hat gewartet, bis die Gruppe den nächsten geholt hat und dann sind sie hingelaufen, weil sie wussten, die Kombination der zwei Trash-Mobs, ja, Wipe, funktioniert nicht, heilen sich gegenseitig, bla, keine Ahnung was. Ja. Jeder Versuch, den Mob wegzuziehen, wurde dann natürlich mit einem Death Grip gekontert oder lauter. Das ist halt echt was von irgendwie so einer Game-Show oder irgend sowas. Sehr gut, auch bei jedem Boss wurden, also was weiß ich, Lady Ashwain zum Beispiel wurde gepult, dann wurde halt erstmal einer der beiden Tanks mit dem Wechselblaster nach draußen gezogen, der stand dann vor der Tür. Das findet ihr witzig, okay? I'm a simple man. Ja, ich merke schon. Ich fand's Tanja, groß, was findest du denn witzig? Ich fand's großartig zuzukündigen. Ich kann's nur jedem, der ein Komm, Herz... in LFR ist es echt. Komm, in LFR ist es wirklich echt. Aber so eine Gaming-Show draus zu machen... Ja, es ist halt eine Trollshow gewesen einfach. Ja. Wow. Wow. Nicht Tanja witzig. Hat kein Herz für Comedy. Ja, ich glaub's auch. Comedy ist nicht so Tanjas. Nee, ich stehe, wenn's wirklich echt ist. Also ich war letztens LFR mit meinem Demon Hunter. Das war... Ja, nee, da findest dann wiederum ich nicht mehr witzig. Nee. Du musst schon das echt, also die echte Trolligkeit, die schmeckt ganz anders. Tanja will, dass irgendjemand leidet, ohne dass er ja, sich genau, ohne dass er es ausgewählt hat. Ohne dass er sich drauf eingelassen hat extra. Also ich kann es tatsächlich, ich habe am Anfang, als ich gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, ja, so semi-interessant. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto lustiger. Jetzt willst du es selber mal machen. Und jetzt habe ich mir die erste Hälfte halt schon angeguckt und so großartig. Also es ist genau mein Geschmack. Leute, die sich gegenseitig versucht, zur Weißflut zu treiben, zu veräppeln. Dann guckst du halt die Streamer, ich habe dann immer mal hin und her gewechselt. Dann siehst du irgendeinen einen Deep Shades oder sowas vom Method, der gerade zum sechsten Mal weggeklümmt wird, der nur nach vorne läuft, wieder zurückfliegt und wie so ein Jojo durch den ganzen Raum fliegt. Und einfach nur so sitzt, Ich finde es aber auch geil, dass man halt so auf diese Weise so highlighten kann, was es eben doch noch alles an Trollfähigkeiten gibt, weil es gibt ja doch einige, die rausgenommen wurden aus dem Spiel. Wir hatten ja mal das Gespräch in einem der Podcasts. Natürlich wurden auch vorher ein paar Regeln vereinbart, zum Beispiel durften die Leute vom Method sich nicht einfach hier den Neutralisator oder wie das Ding heißt, dass sie nicht gegrippt werden können und so weiter, was vieles vereinfacht hätte. Man hat dann auch irgendwann haben versucht, die Method-Leute gegen die Saboteure auch zu arbeiten und haben versucht, die gefährlichsten für den kommenden Bosskampf rauszunehmen, indem sie mit 6 Jägern den Boss beim Pol aufgeschossen haben. Hat aber nur semi-gut funktioniert. Oh Mann. Ich glaube, Sakul war der... Sakul haben die Saboteure geschafft. Mhm. Und ich habe es noch nicht gesehen, aber wohl auch bei dem Council-Kampf beim Hofstaat waren die Saboteure wohl auch sehr erfolgreich, weil sie die Bosse einfach durch diverse, so viel Spottfähigkeiten immer zusammengehalten haben. Aber das ist halt nicht mehr möglich gemacht. Ja, hat. Komm, das nimmt doch schon auch ganz im Pulver aus dem Spiel, wenn du sowas sagst wie, ich darf Neutralisator nicht benutzen, ich darf dies und jenes nicht, damit sie mich noch trollen können. Also entweder machst du wirklich so ein Trollrennen draus, wo beide Gruppen gegeneinander arbeiten, aber versuchen dann trotzdem irgendwie... Naja, es ging ja hier nicht darum, also es war ja ein Event, ein Show-Event. Es ging ja darum, den maximalen Unterhaltungsfaktor. Aber ich verstehe den Witz. Genau, es ging um den Unterhaltungsfaktor. Genau, um nichts anderes. Aber hey, wahrscheinlich sind viele Leute so wie du da draußen. Ja, Millionen, jeder, der Sport guckt, ist so wie ich. Tanja, du bist völlig allein. Jeder, der Comedy-Filme guckt, ist so wie ich. Ja, eben, magst du... Also, ich glaube, Tanja mag auch keinen Slapstick oder sowas. So Slapstick, ich finde es nicht witzig. Verstehen Sie Spaß? Verstehen? Versteckte Kamera. Nee, aber da weiß die wenigstens nicht, versteckte Kamera ist ja das andere. Versteckte Kamera ist ja das andere, ja. Das ist ja dann das Szenario, das wir gemeint haben. So eine Unterhaltungsshow, ja, okay. Ja. Das ist im Prinzip die WoW-Version von, wie heißt das hier mit Klaas, Häufer, Umlauf und Joko Duell, und Klaas? Duell um die Welt? Die Welt, irgendwie ja, sowas. Genau, sowas, sich gegenseitig sowas. Also, wir wissen beide, dass sie für Leid da sind, aber es ist trotzdem witzig. So, also, es muss nicht jedem gefallen. Ich fand's großartig. Ich werde euch das in den Shownotes mal verlinken. Tanja hat gerade so ein bisschen die Aura von meiner Mutter, wenn man irgendwie Lego gespielt hat und zu gewalttätig gespielt hat. Meine Mutter dann immer so ganz streng hergekommen ist, so, nee. Wie kann man an sowas Spaß haben? Ich würde dich belohnen, wenn du gewalttätige Spiele mit Lego gemacht hättest. Nein, meine Mutter hat dann immer den wunderbaren Satz gebracht, weißt du eigentlich, wie weh das tut? What? Das sind Lego-Figuren. Ja, die meinte dann wirklich so, wenn da Schwerter oder sowas Leute umbringen. Nee. Ich bin sehr pazifistisch aufgewachsen. Ja, das hat dir überhaupt auch nicht schlecht getan. Du durftest auch nicht als Cowboy bei Fasching gehen.
Dürftest du auch nicht als Cowboy zu Fasching gehen? Das wäre ja doch, meine Mutter aber ist großer Karl-May-Fan, deswegen so Winnetou und sowas war alles super. Weil Winnetou war okay, der war nicht so gewalttätig und so. Wir wissen es ja, im Film hat er alles durch Reden geregelt. Das ist damals, ich hätte damals gerne den Grips von heute gehabt, weil dann hätte ich gesagt, Mama, in Winnetou knallen sie einander auf, warum darf ich das jetzt nicht? Ja, Logik der Menschen, ne? Du lachst drüber, ich finde es nicht so witzig. Naja. Ja, wie gesagt, ich werde euch das Event, wir haben ja auch News und Artikel dazu auf der Website. Apropos unfaires Getrolle. Jetzt kommt's. WoW Classic ist, glaube ich, auf manchen Servern nur noch unfaires Getrolle. Unser nächstes und abschließendes größeres Thema. Ganz kurz. Sebastian ist ja da immer unglaublich großartig, wenn er über Classic spricht, weil der macht so ganz klare Sagen wie: Classic ist ein großes Social Experiment. Ja. Und das ist es. Punkt. Ja. Das und Ergebnis wir wissen ist, jetzt die Ausartungen davon. Das Ergebnis ist, you think you did, but you didn't. Ja, Hintergrund, bevor wir euch alle komplett verwirren mit bezugslosen Aussagen. Bei WoW PvP-Server, da kann man sich ja jederzeit jedem auf die Fresse hauen. Wer hätte gedacht, dass das auch passieren wird? Jetzt ist es so, dass die Server vom WoW Classic um ein Vielfaches größer sind, als die Server früher waren. Gleichzeitig haben sich vorher schon verschiedene Gruppierungen, wie hier die Gruppe von Esmond Gold und Preach und wie sie alle heißen, zusammengetan. Und wir nehmen diesen Server ein, das ist ein Allianz-Server, das ist ein Horde-Server, wie auch immer. Hat dafür gesorgt, dass auf vielen von den PvP-Servern natürlich Fraktionsungleichgewicht herrscht, weil wir wissen alle, PvP-Spieler sind, ja, ich will aufs Maul geben, aber ich möchte bitte im besseren Team sein, also im größeren Team. Ja. Weil keiner sagt, ey, ich suche die Herausforderung, ich gehe auf den Server, wo ich 10-1 in der Unterzahl bin. Ja. Ja. Das heißt, Fraktionsungleichgewicht wurde größer. Was dafür sorgt, dass die überlegene Fraktion die unterlegene Fraktion ganken kann, also dominieren kann überall. Jetzt ist halt das Problem, das hat es früher auch gegeben. Das hat es sehr häufig gegeben, deshalb habe ich mein Classic in PvP beendet und bin auf PvE-Server gegangen. Allerdings gab es das da vereinzelt, weil es wesentlich weniger Spieler gab. Jetzt hast du aber Server, auf denen 5-mal, 6-mal, 7-mal so viele Leute spielen wie auf den ursprünglichen Servern, was dafür sorgt, dass eine Fraktion, zum Beispiel die Horde, die Allianz, komplett dominieren kann. Mhm. Und mit komplett meine ich jeden Raid-Eingang, jeden Dungeon-Eingang, jeden Flugmeister, jede Hauptstadt komplett niedermähen kann und permanent tot halten kann. Und das passiert auf einigen Servern gerade. Klingt nach Riesenspaß. Also es gibt einige Server, da kannst du als Hortler, / Allianzler, je nachdem welcher Server, nicht mehr einloggen. Du kommst nirgends hin, du kommst aus keiner Hauptstadt raus, du kommst zu keinem Questgeber, du kannst keine Flugrouten benutzen, du kommst in keinen Dungeon, nichts mehr. Ich persönlich finde es lustig, weil mir war eigentlich klar, dass das passieren wird. Weil auch als am Anfang die Server aufgemacht wurden und alle PvP auf die PvP-Server geströmt sind, habe ich mir schon gedacht, Gottes Willen, warum tut ihr euch das an? Es wird in einem einzigen Gemetzel enden. Mhm. Und alle oder sehr viele, nein, wir sind ja hier zivilisiert und es wird alles gut ablaufen. Keine Aussage. Und das Sauschor-Schlachten werden wir jetzt wieder geben. Und ja. Ja, jetzt haben wir den Salat. Wir haben Server, auf denen können die unterlegene Fraktion nicht mehr spielen. Aktuell keine Chance. Just heute oder morgen werden die Schlachtfelder eröffnet und viele hoffen, dass es anders wird. Ich glaube nicht, dass es anders wird. Nein, du weil wer nicht die gegnerische Hauptstadt einnimmt und dort den Friedhof campt und die Spieler gankt, der wird diesen Spaß nicht auf einem Schlachtfeld finden. Der hat Blut geleckt, der braucht es. Der hat Spaß daran, den anderen das Spiel zu versauen oder seine Macht zu demonstrieren, um es mal positiver auszudrücken. Und das wird in einem Schlachtfeld halt nicht funktionieren. Nee. Weil dann könnten sie auch auf normalen Server. Erzähl mir, was du willst, aber ich farm keine Ehrepunkte, wenn ich irgendwo an einem Raid-Eingang stehe. Ja, und die aber Leute da werden wir aber auch an den ganz Anfangspunkt, dass das Spiel nicht durch Können, sondern durch Manpower halt. Die fünf Mächten leben. Bestimmt. Wo du sagst, okay, ich kann 1-2 noch ausgleichen, aber 1-10 kannst du mathematisch nicht ausgleichen. Nee, keine Chance. Nee.
Und ich verstehe auch nicht, warum die diesen Layer entfernt haben. Das war dämlich. Aber andererseits, die Spieler machen sich das Spiel so, wie sie. Wer wen sieht, den Sturm enden. WoW ist nur der Sandkasten, was die Spieler da drin machen. Du meinst, wie ihre Rüstung färben? Zum Beispiel. Das ist. Ich find's jedenfalls großartig. Ich musste mich da immer zurückhalten, einfach nur überall zu schreiben, Mimimi, ihr wolltet doch PvP-Server, weil das ist natürlich eine sehr einfache Lösung und trifft jetzt auch nicht ganz auf Aber die du weißt, wie sehr du sie auf die Palme bringen kannst. Ey, und du bist immer noch nie besser als die Leute, die die Friedhöfe kämpfen. Ja, ich weiß halt, es befriedigt mich tatsächlich innerlich, und das ist jetzt eigentlich böse, wenn man das sagt, aber dieses Szenario, was wir jetzt haben, das habe ich zum Start von Classic prophezeit, und jeder in den Kommentaren hat immer gesagt, nein, das wird nicht passieren. Das befriedigt mich schon ein bisschen, dass die Leute jetzt gegankt werden. I told you. So ein bisschen. Das ist jetzt nichts, wo ich mein Lebenselixier rausziehe, aber so kurze Befriedigung ist da schon da. Ja, nee, wir hatten ja das Thema, ich glaube, Carsten ist ja sehr in WoW Classic drin. Und vor allem auch im PvP. Und er hat halt auch gemeint, der Unterschied ist halt einfach, damals haben die Leute so gemütlich gelevelt und so, war so ihre Dungeons gemacht und so. Und in WoW Classic haben halt die Leute einfach schon völlig durch alles durchgebrettert, die Inhalte, haben ihre Charaktere hochgezogen und sind voll auf Blut aus und wollen sich austoben. Wofür irgendwie 3% der Spieler auf Maximalstufe waren. Das ist halt so. Wo du ein ganzes Wochenende gebraucht hast, um irgendwie einen Solo-Run zu machen, weil du nicht wusstest, wie du durchkommst, du wusstest nicht, wen du findest. Und heute lockst du freitagsabends an, machst 2 Solo-Runs, machst einen Strat-Run. Der Grund für so Spielerkonflikte, Spielerkämpfe oder so, es ist doch sehr oft in Online-Rollenspielen Langeweile. Bei EVE Online oder sowas, diese riesigen, gigantischen Schlachten oder so, das ist dann auch immer nur so, ja, was soll man machen? Boah, können wir eigentlich mal wieder Krieg führen. Und so ist es da dann halt auch. Ja. Ja, die sollen es auch so lassen. Ich bin halt jetzt tatsächlich gespannt. Ich habe dann heute im Büro gesessen und habe überlegt, was kann Blizzard da eigentlich dran machen? Also, sie können eine Menge an bestimmten Leuten ranlassen, aber wie willst du das regeln? Wie willst du das machen, wenn dann da 10, nicht. Also wenn es halt in dem Gebiet nochmal mehr Hortler als Allianzler gibt? Ja, aber warum willst du diese Allianzler oder diese Hortler beschützen unbedingt? Damit sie weiter spielen und nicht frustriert aufhören. Also komm, die Spieler haben sie jetzt die Situation geschaffen, so auf die Art, geh doch auf deinen Server, weißt du, sowas und geh doch rüber. Und genau das ist jetzt passiert. Und bitte nimmt in die Segel, also den Wind aus den Segeln, indem du sagst, ja okay, jetzt habt ihr so geschafft, dass hier keine Hordler mehr gibt. Es ist wirklich wie als ob ein Raubtier das Beutetier ausgerottet hat. Und jetzt darf das Raubtier gucken, wie es jetzt weiterkommt. Die werden sich irgendwann mal selbst das Spiel verderben. Mhm. Und diesen Weg, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Blizzard jetzt irgendeine Lösung schon überdenkt, also halt drüber nachdenkt, was sie machen. Ja, die Frage ist halt, ob du das als Entwickler machen willst, die Leute in ihr Verderben laufen willst. Das ist so wie Kindererziehung. Wenn du sagst, ja, lass den einmal auf die heiße Herdplatte fassen, dann weiß er, dass sie heiß ist. Ja, oder sagst du, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind ein Leben lang mit einer verbrannten Hand rumläuft, auch wenn es dann weiß, dass es heiß ist. Ja, beziehungsweise, dass es nie wieder irgendwie was mit der Küche zu tun haben will oder sonst was. Da gibt es keine richtige, da gibt es keine falsche Lösung. Alter. Ja, jetzt kommt wieder Tanja mit ihrer Erziehung, die nackt mit Bären kämpft. Gesicht auf die Herdplatte draufdrücken. Weißt du, was das ist? Das ist nicht Schmerz, das ist Leben. Ja, klar, Blizzard könnte das PvP abschalten, Blizzard könnte Server zusammenpacken, dass sie im Verhältnis gleich. Nur mal ganz zwischendurch noch. Blizzard ist auch schlicht und ergreifend ein Unternehmen, das weiterhin will, dass Leute monatlich Geld dafür zahlen, dass sie das Spiel spielen. Das ist nicht wie Eltern, die irgendwie Kindern eine Herdplatte beibringen müssen, sondern das sind erwachsene Leute in einem Unternehmen, das gewinnorientiert ist. Und ja, die müssen daran arbeiten, dass sie nicht Leute aus dem Spiel vergrauen. Ja, und da sind halt sehr viele, die aufhören, weil die haben wochenlang oder was weiß ich wie lange daran gespielt, Max-Stufe zu erreichen und können de facto aktuell nicht spielen. No way. Ja, und das ist eigentlich nicht vorgesehen. Sie können das Spiel nicht spielen, müssen aber dafür bezahlen. Ja. Und natürlich, ich verstehe, dass die keinen Bock haben, auf einen anderen Server nochmal neu anzufangen. Dann ist die Frage, machst du kostenlose Charaktertransfers? Damit verschlimmbesserst du das Problem ja nur, weil die
das Fraktionsgleichgewicht damit nicht besser wird, weil die unterlegene Fraktion ja weiter flüchtet. Ja. Belohnungen anbieten für Leute, die auf Niedrigpopulationsserver gehen. Ja. Du bist Allianz? Wir haben ja einen geringen Allianz-Server. Ja, Kriegsmodus, 30% mehr auf alles als Allianzer oder als Hordler, je nachdem unterlegene Fraktion. Ja, aber das bringt halt auch nichts, wenn du einfach sofort gegangen bist. Aber das ist ja dann nicht Klassik. Ja, eben. Das hat, ja, es ist eigentlich außerhalb von ihrem Bereich, dass die Spieler es zu Nicht-Klassik gemacht haben, indem die sie halt Geister, so durchgerascht sind. Die Geister, die ich rief. Ja. Ich warte ja immer noch drauf, dass Blizzard irgendwann sagt, pass mal auf, wir machen jetzt den Server und auf dem Server sind halt gleich viele. Fertig. Wenn es da 10 Allianzler mehr gibt als Hortler gibt, dann kann man sich hier keinen Allianzler mehr erstellen. Mhm. Fertig. Aber was ist, wenn die anderen sich nicht mehr einloggen? Naja, das kann man ja dann tagtäglich... Die haben Milliarden von Zahlen. Ja, die sehen ja, wie viel, wie ist die Spielerpopulation, okay... Die durchschnittlich sind durchschnittlich. Also, du meinst dann, ich kann mich irgendwann nicht mehr einloggen, weil es schon zu viele von der Horde gibt. Nicht einloggen, aber zu sagen, okay, hier sind auf dem Server sind durchschnittlich 5 mehr Hordler als Allianzler online. Ja, ja. Hier darf jetzt kein neuer, welche Fraktion auch immer ich gerade als mehr gesagt habe, erstellt werden. Erstellt. Ja, aber das mit dem erstellt werden, ja, ist ein richtiger Schritt, aber naja, die müssen sich dann halt noch einloggen und so. Ja, oder. Kein Account, der noch keinen Charakter da hat, darf da machen, weil die sehen ja auch, okay, hier die so und so viele Charakter gehören zu demselben Account. Wie gesagt, die haben da riesen Teams. Also es gäbe Möglichkeiten, dieses Fraktionsgleichgewicht. Ja, die Frage ist halt, ob sie es als so halt schlimm. Die Frage ist halt, ob sie es als so schlimm wahrnehmen, dass sie da irgendwelche Schritte machen müssen oder nicht, oder ob es wieder nur so eine Spielerei. Last gab es schon immer auch in PvE. Auf Blackhand brauchst du gar nicht versuchen, irgendwie als Allianzler zu raiden zu wollen oder sonst wie. PvP so. In PvE gibt es halt sehr, sehr wenig Nachteile. Oder sehr viel. Ja, weniger. Und das ist das, was Blizzard erntet, weil sie Haufen, also sehr lange PvP halt sehr vernachlässigt haben. Ja, gut, das Vergleichen zu PvE. Das System lässt sich ja nicht ändern bei Classic, ansonsten hätte sie die Classic-Server nicht mehr. Ja, I don't know. Es ist schwierig und ich glaube tatsächlich, dass Blizzard jetzt einfach abwartet, die Schlachtfelder starten jetzt und hofft, dass sich das Problem von selber löst. Und ich glaube aber nicht, dass es das tun wird. Frage ist halt, ob sich das Problem dadurch löst, dass halt die Leute irgendwann nicht mehr ganken, weil niemand mehr da ist, um gegankt zu werden. Nee, das wird, glaube ich, nicht damit gelöst sein, weil du hast dann... Die Leute von der unterlegenen Fraktion hören frustriert auf, wandern den Server ab und der Rest, der übrig bleibt, kann ja noch weniger spielen. Der wird dann zwar nicht mehr gegankt, aber der kommt halt nirgendwo mehr hin. Weil, ganz ehrlich, in WoW Classic, wenn du in den Molten Core, in den Raid reingehen willst oder BWL, musst du durch den Eingang durch. So, und wenn da die Gegner... Du glaubst doch nicht, dass wenn da 50 Allianzler stehen und da läuft ein einsamer Hordler, will da reinlaufen, du glaubst doch nicht, dass die den vorbeilaufen lassen. Nee, warum sollten sie? Wird weder auf die eine noch in die andere Richtung passieren. Also da mache ich mir auch, da will ich auch nicht behaupten, dass die eine oder die andere Fraktion da in der Sache besser oder schlechter oder niederträchtiger oder. Warum sind PvP-Server einfach Mist? Ja. Also wirklich, ich weiß nicht, warum man sich so antut. Die Möglichkeit. Ich bin auch kein großer Fan. Ich bleibe auf meinem PvE-Server, spiele da in aller Ruhe vor mich hin. Jo. Ja, dann sind wir für heute erstmal durch. Ja. Die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. In 2 Wochen kommt der nächste Buffcast. Der ein oder andere, der vielleicht den Kalender im Kopf hat, wird feststellen, da ist Weihnachten. Der Buffcast kommt trotzdem. Allerdings in einer etwas anderen Form, die wir jetzt noch nicht verraten, aber es wird eine lustige Runde, die nicht werden, oder wahrscheinlich nicht unbedingt um die Uhrzeit, sondern etwas später stattfinden wird, in der wir mal schauen, ob wir uns in WoW wirklich so gut auskennen, wie wir es alle gerne behaupten von uns. Das wird doch überhaupt nicht peinlich. Das wird hoffentlich sehr peinlich. Das wird hoffentlich ultra peinlich. Weil nur wenn es peinlich wird, haben unsere Zuhörer da draußen echt Spaß daran. Das
ist ja so. Zuhörer wollen beim Light zuschauen. Deswegen schauen sie sich Trollraids an. Deswegen hören sie sich gehen, den aber, Podcast aber Tanja an. Ja nicht, deswegen ja, ja. Ist sie da halt jetzt das falsche Zielpublikum. Tanja kommt irgendwie einfach... Vor allem, wenn Zuhörer zuschauen. Ja, okay, zuhören halt. Zuhören. Ja, an euch da draußen in 2 Wochen, wir hören uns wieder. Solltet ihr Fragen oder Anregungen oder weiß der Geier was haben oder irgendwelche Sachen, die wir im Podcast gerne mal behandeln sollen oder was auch immer, schreibt uns gerne. redaktion@buff.de erreicht ihr in der Regel irgendwen von uns. Ihr könnt uns auch einfach unter dem Artikel natürlich kommentieren oder uns per Twitter, Facebook, Instagram, wir sind quasi überall, wo Internets ist, könnt ihr uns überall folgen und uns Anregungen geben, kommentieren, ja. Euch erzählen, uns erzählen, was auch immer ihr loswerden möchtet. Das erste Kommentar wird wahrscheinlich sein, lernt Latein! Salve audientibus. Hat Google Translator gegeben als Lateinisch für Hallo, liebe Zuhörer. Das ist immer sehr gut, den Google Translator auszupacken. Ich finde Google Translator, der ist großartig. Da kann kein Uni-Professor mithalten. Nee. Google Translator ist the King, sag ich dir. Ja, was gibt's sonst noch? Die Moa ist im Handel immer noch dieselbe wie die wir euch letztes Mal erzählt haben. Wenn ihr den Podcast hört, könnte vielleicht die nächste schon da sein, die kommt nämlich kommenden Mittwoch, beziehungsweise für Abonnenten schon am Samstag. Da sind dann zum Beispiel unsere Wünsche für WoW 2020 drin. Tanja erzählt noch mehr zur Lore von Shadowlands und der Krone der Dominanz. Da ist viel Stuff zu 8.3 nochmal schön, fein, säuberlich aufgelistet zum Nachlesen. Die neue Overwatch Legendary, die Switch-Version von Overwatch haben wir getestet, die ist da drin. Matze erzählt noch ein bisschen von der Exile-Con zu Path of Exile. Lauter toller Stuff. Verlinke ich euch dann auch nochmal unter den Shownotes, wo ihr die Moa findet, falls ihr keinen Kiosk, keinen gut bestückten Kiosk oder sowas neben euch habt. Ansonsten hier nochmal der Hinweis, wir haben noch mehr Podcasts hier im Haus, außer dem Buffcast, der natürlich der großartigste ist, weil er die großartigsten Zuhörer hat. Oh. Kannst du das bitte mit Seitenbacher Stimme sagen? Aber vielleicht will ja der ein oder andere sich halt nicht nur über WoW oder nicht nur uns zuhören. Wir haben zum Beispiel den Games Aktuell Podcast, da ist im Moment Folge 591 draußen, wo die Shetlag-Jungs sich über die PlayStation 5, die Xbox Scarlett und das Jubiläum der PlayStation, die hat nämlich gerade 25. Geburtstag gefeiert, unterhalten. Im Play4-Podcast geht es um Shenmue 3 und Planet Zoo. Da ist die Folge 221. Und der Nintendo-Podcast 67, da spricht Johannes und ich glaube Lukas ist noch dabei, diese Woche über Super Mario Maker 2. Und darüber, dass, was mich sehr erstaunt hat, die Switch mittlerweile die Xbox in Europa überholt hat als in den Verkaufszahlen. Krass. Sind mittlerweile in Europa mehr Switch verkauft als Xbox One. Xbox setzt sich in Europa einfach nicht so wirklich durch, obwohl... Überhaupt? Ja doch, in Amerika sind sie mehr als PlayStation. Okay. Aber ich finde es halt faszinierend, weil gerade so dieses Xbox Game Pass und so halt echt geil ist. Mhm. Ich bin tatsächlich auch im Überlegen, ob ich jetzt bei der kommenden Generation auf Xbox umsteige. Oha. Weil mir dieses Game Pass Ultimate, das die Spiele auf dem PC und auf der Xbox und... Sagen wir so, Exclusives sind halt immer noch ein Thema. Ja, die Exclusives sind bei mir eher weniger das Thema, weil weder die Sony noch die Microsoft Exclusives sind jetzt für mich besonders interessant. Ja, dann ist natürlich ein anderes Thema. Ja. Aber das war jetzt immer so vollkommen off-topic. Bis dahin läuft noch viel Wasser den Main runter und dann schauen wir mal. Genau. In dem Sinne, wir wünschen euch ein frohes Fest. Feiert schön, falls ihr den nächsten speziellen Buffcast nicht hört. Dann auch einen guten Rutsch ins nächste Jahr schon mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns vorher nochmal wiederhören. Genau. In dem Sinne, ciao, ciao und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.